Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen alle zusammen hier aus Hamburg. Das Wetter sagt 28 Grad und sonnig. Schön, dass Sie sich trotz des tollen Wetters heute hier eingefunden haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Seminar mit dem Titel Beratung veganer Patienten aus ärztlicher Sicht. Mein Name ist Kerstin Wolf. Ich bin heute in der Moderation für Sie hier und betreue den Schwerpunkt Gynäkologie in der Fachberatung und unterstützt werde ich von meiner lieben Kollegin Katrin Dietz. Die ist für alle technischen Fragen für Sie im Hintergrund zuständig. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich gerne per E-Mail oder unter der Telefonnummer, die jetzt eingeblendet ist. Die wird sicher auch gleich nochmal im Chat erwähnt. Ja, dann wie immer ein kurzer Hinweis zum Copyright. Das Mitschneiden ist leider untersagt. Wir bitten da um Ihr Verständnis. Für Fragen, es ist so wie jede Woche für die, die öfter dabei sind, Ihre Fragen dürfen Sie gerne im F- und A-Bereich stellen, Fragen und Antworten, auf die werden wir am Ende eingehen. Im Idealfall warten Sie auch einfach, bis das Seminar vorbei ist. Die eine oder andere Frage wird vielleicht schon im Verlauf des Vortrags geklärt. Für alle anderen Anliegen technischer Natur und Ähnliches nutzen Sie doch bitte den Chatbereich. Da kümmert sich dann, wie gesagt, meine liebe Kollegin drum. Zum Studienmaterial werden Sie in den nächsten Tagen wieder eine E-Mail bekommen. Wir werden auch einen Mitschnitt aufzeichnen. Den erhalten Sie ebenso, so wie ein Handout. Und ja, dann darf ich unseren heutigen Dozenten vorstellen, Dr. Med-Rainer Didier. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und ist tätig in der Praxis für ganzheitliche individuelle Naturheilkunde, Ernährungsmedizin und Umweltmedizin. Titel habe ich schon gesagt, er wird uns auf jeden Fall aufzeigen, wie wir die veganen Patienten aus ärztlicher Sicht am besten beraten, welches die kritischen Nährstoffe sind. Und ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen, Dr. Didier. Und Ihnen, liebe Teilnehmer, viel Spaß und tolle neue Erkenntnisse. Ich melde mich später wieder dazu. Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Danke für die Einladung, für das Entree, die Worte hierzu. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal noch meinen Bildschirm teilen. Warten Sie mal, müssen wir mal gerade gucken. Das hatten wir noch nicht, das war ja zwischendurch einmal rausgefallen. Genau. Und dann gehen wir hier einmal rein. So,
Liebe Kollegen, liebe Therapeuten, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen als niedergelassener Ernährungsmediziner heute etwas mitgeben, von dem Sie vielleicht das eine oder andere schon wissen. Idealfall wissen Sie schon alles, dann sind Sie gut aufgestellt. Ansonsten möchte ich Ihnen gerade, was die vegane Ernährung erzählen, was es hier für Besonderheiten gibt, die es zu beachten gilt. Und als erster Vorsitzender des Forum Orthomolekularen Medizin ist dieses ein Steckenpferd, wo wir auch entsprechend Therapeuten, Ärzte ausbilden, um diese molekularen, orthomolekularen Substanzen richtig einzuschätzen, richtig einzusetzen, das zu untersuchen und so weiter. Wir beschränken uns heute hier im Prinzip auf 4 Bestandteile der orthomolekularen Medizin. Das ist einmal das Jod, das Eisen, Vitamin D, Omega-3 und die Proteine. Im individuellen Bereich gibt es hier natürlich noch viel mehr, was Sie untersuchen können, aber hier möchte ich es heute erstmal bei belassen, weil das sind schon sehr wichtige Nährstoffe, die es unbedingt zu beachten gilt. In diesem Sinne möchte ich Ihnen jetzt die kommenden Folien einmal zeigen, die ich Ihnen vorbereitet habe. Das einmal so zum sogenannten Interessenkonflikte, dass ich für viele andere Unternehmen und Organisationen auch tätig bin. Was ganz wichtig ist, wenn Laien zuhören sollten, die Informationen, die wir hier haben, ersetzen keine Beratung und sollen hauptsächlich dienen der Wissensvermittlung. Und sollte jemand das ohne ärztliche oder therapeutische Begleitung machen, so tut er dies auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. So, grundsätzlich ist es so, dass wir bei unseren Patienten immer eine Bestandsaufnahme machen. Wir gucken uns an, was haben Patienten für Probleme. Zum anderen, was gibt es an Mikronährstoffen, die problematisch sein können? Dazu nutzen wir in der Regel ein sogenanntes Vollblut-Mineralprofil. Da haben wir 11 Mineralien, beziehungsweise 13 Mineralien, das Bor und das Jod zählen noch dazu, und 4 Schwermetalle. Das ist so ein Standardprofil hier oben, mit dem wir sehr viel arbeiten. Hier können wir schon mal grob sehen, wo sind die Patienten im Defizit. Hier bei den Patienten sieht man das bei dem Vorwert zum Beispiel. Hier im Bereich Kalium ein Defizit war, das ist etwas besser geworden. Phosphate sind auch etwas besser geworden. Die anderen Werte haben sich so mehr oder weniger gehalten. Schwermetalle haben wir nicht. Das sind einmal die Mineralien. Das heißt, jeder Patient bekommt erstmal, wenn er zu uns kommt, hier eine entsprechende Voruntersuchung. Das andere ist der Omega-3-Index. Auch der ist im Prinzip eigentlich immer Teil des Erstgesprächs, es sei denn, da komme ich aber gleich auch nochmal darauf zu sprechen, ich habe die Möglichkeit, eine Anamnese zu machen mit dem Patienten und höre, dass er zum Beispiel überhaupt gar kein Fisch isst. Wenn er kein Fisch isst, dann bin ich mir zu 99,99% sicher, dass er keinen vernünftigen Omega-3-Index hat. Nun kann ich, je nachdem, ob der Patient jetzt genug Geld für eine entsprechende Untersuchung der Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung hat, kann ich das im Vorfeld testen. Wir machen es aber tatsächlich bei vielen Patienten so, die Selbstzahler sind, dass wir erst einmal mit der Omega-3-Fettsäuren Unterstützung und Begleitung anfangen, je nachdem, wie gesagt, die Ernährungsweise ist, und dann nach 2 bzw. 3 Monaten dann mal gucken, dass das, was wir empfohlen haben, ob das denn dementsprechend auch angekommen ist. Wie gesagt, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel kann der Patient sich leisten. Bei Privatversicherten ist das in der Regel nicht so ein Problem. Dann haben wir ganz wichtige Parameter, zu denen wir gleich noch kommen.
Ist das Eisen? Sind die Schilddrüsenwerte B12 zum Beispiel? Scheint hier ja im Normbereich zu sein, ist aber viel zu niedrig, denn diese Normbereiche, die viele Labore hier angeben, wie zum Beispiel 189 bis 800, die können Sie getrost vergessen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für den Ferritinwert. Manche Labore haben hier irgendwie eine 5 stehen zum Beispiel. Hier sind Sie massiv unterversorgt, wenn Sie hier 6 hätten. Da würde ein anderer Kollege vielleicht sagen, okay, 6 ist ja noch im Normbereich, also hat er keinen Eisenmangel. Das können Sie vergessen. Hier brauchen Sie mindestens Werte von 100. Also dieser Patient hier ist massiv unterversorgt mit Eisen, mit B12. Und ja, das sind so Standarduntersuchungen, die wir machen. Dazu kommt je nach Fragestellung des Patienten, also wenn es hauptsächlich um Ernährung geht, Fragestellungen, ob er Probleme hat. Wir haben ja auch Patienten, die überhaupt keine Krankheiten haben, die keine Symptome haben, die aber gerne wissen möchten, wo sie denn so ernährungsmäßig stehen. Und da ist es, was die Proteine und Aminosäuren betrifft, extrem schwierig, etwas, sage ich mal, aufgrund der Anamnese, aufgrund des Gesprächs mit dem Patienten vorherzusehen oder vorherzusagen. Das heißt, hier macht es durchaus Sinn, Aminosäurenprofile zu testen, um zu gucken, wo liegen wir denn hier. Hier sind auf jeden Fall 3 Aminosäuren nicht ausreichend vorhanden. Teilweise sind sie zwar nicht essentiell, das heißt, sie können vom Körper gebildet werden, aber nichtsdestotrotz ist das häufig auch ein Hinweis darauf, dass hier mehr Proteine, Eiweiße bzw. Aminosäuren zugeführt werden müssen. Auch nochmal für Ihre Patienten. Proteine kennen viele, dass das mehr oder weniger dasselbe ist wie Eiweiße. Wissen auch noch einige, aber dass die Aminosäuren im Prinzip die Bestandteile der Proteine sind, das sollte man seinen Patienten einfach auch nochmal darlegen, weil sonst kriegen viele das nicht hin. Ein anderer interessanter Parameter, den wir hier auf diesem Laborbefund haben, ist das Osteokalzin. Das Osteokalzin ist ein funktioneller Parameter für Vitamin K2. Wir kommen im Laufe des Gesprächs oder des Vortrags hier auch nochmal darauf zurück. Das K2 ist dringend notwendig für die Funktion von Vitamin D. Das heißt, wenn ich mir Vitamin D anschauen möchte, muss ich auch wissen, ob ich hier einen ausreichenden Wert habe. In der Regel ist es tatsächlich so, dass Veganer hier seltener Probleme haben, weil sie sich eben tatsächlich viel von pflanzlicher Nahrung ernähren und dementsprechend auch viel K2 zu sich nehmen. Die, die Meinung, dass wenn man Vitamin D nimmt, man auch immer Vitamin K2 dazu nehmen muss, ist nicht richtig. Man braucht ausreichend Vitamin K2, das ist gar keine Frage. Sie müssen es aber nicht dazu nehmen, wenn Sie über die Nahrung ausreichend Vitamin K2 zuführen können. So, das war erstmal so unsere, sagen wir mal, Analyse, mit der wir in der Regel vorangehen, wenn es um Ernährungsfragen geht. Wie ist jemand aufgestellt? Wie sieht es aus? Die meisten Defizite finden wir tatsächlich bei diesen Mikronährstoffen, das ist Eisen, das ist Omega-3 und das natürlich besonders bei Veganern und Vegetariern. Bor sehen wir sehr häufig als Defizit, kommt gleich auch nochmal eine Folie, wo ich Ihnen zeige, wie wichtig Bor für die Funktion von Vitamin D ist. Ohne Bor haben wir hier auch Probleme in der Funktion des Vitamin Ds. Dann Jod natürlich. Selen, Magnesium, Zink, Kalium, Chrom, B12 ist auch klar, dass das eher für Veganer und Vegetarier ein Problem ist. Vitamin D ist generell ein generelles Problem. Mehr oder weniger jeder ist in bestimmten Zeiten des Jahres auf jeden Fall unterversorgt mit Vitamin D, beziehungsweise unterversorgt im Sinne von keine optimalen Spiegel. Es sind vielleicht Spiegel, die einigermaßen, sage ich mal, erwähnenswert wären, aber wir wollen bei unseren Patienten optimal gefüllte Spiegel, optimal gefüllte Speicher in allen Sparten haben. Erst dann können wir sicher sein, dass das System auch optimal funktionieren kann. Das ist allerdings keine Garantie dafür, dass es optimal funktionieren kann oder dass es optimal funktioniert, besser gesagt, weil dazu gehören natürlich noch andere Faktoren wie
Belastungen aus der Umwelt, Störfaktoren wie chronische Entzündungen, zum Beispiel aus den Zähnen, aus dem Darm heraus. Das Mikrobiom kann uns hier Störfaktoren liefern und natürlich auch die emotional-psychische Verfassung beeinflusst unser System. Da muss eine meiner Töchter immer herhalten, wenn ich das Beispiel gebe, dass auch schon eine kleine Emotion, zum Beispiel ein kurzes Ekelgefühl von ein paar Sekunden ausreicht, um das Immunsystem so, sage ich mal, zu schwächen, dass ein Herpes-Simplex-Virus sich wieder zeigen kann. Ja, da reichen kurze Emotionen. Wenn man sich überlegt, was manche Menschen an emotionalen Belastungen haben, dann verwundert das nicht, warum manchmal trotz ausreichender Versorgung mit allen notwendigen Mikronährstoffen die Patienten sich dennoch nicht wohlfühlen oder Krankheitssymptome haben. Generell nochmal zu den Omega-3-Fettsäuren. Auch hier erleben wir bei unseren Laien, bei unseren Patienten immer wieder, dass sie von sich aus sagen, ja, Omega-3-Fettsäuren haben wir ja ausreichend. Dann frage ich, was sie denn nehmen. Und dann höre ich dann sowas wie Leinöl oder Rapsöl oder was in der Richtung. Das ist prinzipiell erst einmal richtig. Aber da komme ich also gleich nochmal drauf zu sprechen. Ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Grundsätzlich alle Omega-3-Fettsäuren, es gibt ja sehr viele Omega-3-Fettsäuren, es gibt drei Omega-3-Fettsäuren, von denen wir besonders viel wissen. Das ist die Alpha-Linolensäure, die Docohexaensäure und die Eicosapentaensäure. Diese drei, da wissen wir relativ viel von. Von den anderen Omega-3-Fettsäuren haben wir nicht so viele Kenntnisse. Aber grundsätzlich, Omega-3-Fettsäuren sind Bestandteil der Zellmembran. Stellen eine konzentrierte Speicherenergie dar. Sie können uns vor Wärmeverlusten schützen. Sie verbessern die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen A, D, E, K zum Beispiel. Sie verbessern das Sättigungsgefühl. Sie sind Ausgangspunkt für viele Hormone. Auch die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen wie Mineralien und im Darm wird durch Omega-3-Fettsäuren verbessert. Auch die Aufnahme von Kalzium ins Skelett wird hier deutlich verbessert und es wirkt entzündungshemmend. Und Entzündung ist in der Regel etwas, was uns schlapp, müde und erschöpft macht. Und das ist wahrscheinlich bei Ihnen auch so, dass ein Großteil unserer Patienten mittlerweile erschöpft ist, keine ausreichende Energie hat. Und hier steckt eigentlich fast immer eine Entzündung dahinter. Und die müssen wir im Prinzip herausfinden, auffinden, am besten natürlich eliminieren. Wenn wir das nicht können, können wir zumindest dafür sorgen, dass wir den Entzündungsrahmen oder die Entzündungsaktivität runterfahren. Und da helfen uns auf jeden Fall unter anderem die Omega-3-Fettsäuren. Wie ich eben schon erwähnte, Rapsöl zum Beispiel enthält die Alpha-Linolensäure. Alpha-Linolensäure wird häufig in Verbindung gebracht mit einer ausreichenden Omega-3-Fettsäureversorgung, denn es kann ja aus der Alpha-Linolensäure die Eicosapentaen bzw. Docosahexaensäure hergestellt werden. Das ist aber im Prinzip nicht richtig. Das ist, wenn überhaupt, nur minimalst der Fall. Also nur minimalst ist es möglich, aus der Alpha-Linolensäure, also zum Beispiel aus dem Leinöl, hier auch die anderen beiden Omega-3-Fettsäuren herzustellen. Also deswegen müssen dieses EPA und DHA im Prinzip separat zugeführt werden. Wobei hier zu beachten gilt, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, grundsätzlich, dass aus EPA kein DHA gemacht werden kann, aber das DHA durchaus in das EPA umgewandelt werden kann. Das ist insofern relevant, wenn wir Öle von Algen nehmen, haben wir in der Regel einen höheren DHA-Anteil und einen etwas geringeren EPA-Anteil. Wenn wir Fischöle nehmen, haben wir meistens höhere EPA-Anteile und geringere DHA-Anteile.
Die verschiedenen Omega-3-Fettsäuren, also Alpha-Linolensäure, Eicosapentaen und Docosahexaensäure, haben unterschiedliche Funktionen auch. Wir sehen hier, dass das DHA im Prinzip sehr viele Funktionen hat. Die Thrombozytenaggregation wird heruntergesetzt, also was also Blutgerinnselbildung verringert. Der Blutdruck wird reduziert durch DHA. Die Endothelfunktion wird verbessert. Triglyceride gehen runter, also genauso wie bei den EPA. Das HDL geht hoch, ist beim EPA auch nicht der Fall. Und das LDL geht allerdings auch ein bisschen hoch. So, von daher ganz wichtig, und bei der Alpha-Linolensäure, da haben wir, sehen wir, dass das HDL, das Gute, wie es ja oft genannt wird, eher sogar runtergeht. Also hier ganz wichtig, eben sich ein Bild zu schaffen, wie sieht die Versorgung aus mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Und wenn man sich das von vorhin noch einmal angeschaut hat, dieses Fettsäureprofil, da sind natürlich nicht nur Omega-3-Fettsäuren, da sind auch dann Omega 6 und Omega 9 und Transfette mit 3. Auch die sind natürlich bei einem Ernährungszustand wichtig mit zu beachten. Omega-3-Fettsäuren, habe ich gerade schon gesagt, werden antientzündlich eingesetzt. Sie hemmen Entzündungen bei Arthrose, Rückenschmerzen, bei Psoriasis, Morbus Crohn. Also überall, wo wir entzündliche Erkrankungen, auch Autoimmunerkrankungen finden, können wir und sollten wir Omega-3-Fettsäuren vor allen Dingen vom Typ, in diesem Fall DHA, EPA, einsetzen. In der Schwangerschaft ganz wichtig, die Kinder, die daraus geboren werden, haben in der Regel weniger Komplikationen. Sie sind, man sagt ihnen nach, sie sind intelligenter sogar. Die kognitiven Funktionen, das sehen Sie hier unten auch nochmal, werden verbessert. Aber auch Komplikationen und Allergien treten deutlich weniger auf, wenn die Mutter auch schon während der Schwangerschaft, idealerweise sogar noch vor der Schwangerschaft, einen ausreichend vernünftigen Omega-3-Index, also eine gute Versorgung mit EPA und der DHA. Für die Herz-Kreislauf-Erkrankung ist es natürlich schon länger bekannt, dass Omega-3-Fettsäuren günstig auswirken, aber auch bei Erschöpfungssymptomaten, das habe ich gerade erklärt, weil Erschöpfung häufig durch Entzündungen verursacht wird. Und wenn ich durch die Omega-3-Fettsäuren die Entzündung runterfahre, dann kann ich auch die Erschöpfung verbessern. Migräneprophylaxe beim Sport, Muskelkater und Schmerzen werden deutlich seltener wahrgenommen, wenn ich ausreichende Omega-3-Fettsäuren habe. Und die Psyche und das Gehirn, auch die sind sehr stark abhängig von einer guten Versorgung von EPA und DHA. Und hier ist eben ganz wichtig auch zu wissen, und das möchte ich hier einmal zeigen, dass es nicht ausreicht, sage ich mal, eine Kapsel eines Produktes zu nehmen. In den meisten Kapseln sind, sagen wir mal, plus minus 300 Milligramm EPA, DHA drin. Also wie gesagt, wir haben viele Patienten, die sagen, die nehmen schon irgendwas in der Richtung ein und meinen dann, dass sie hiermit ausreichend versorgt sind. Das ist aber häufig nicht der Fall. Es gibt hier eine schöne Übersichtsarbeit, eine Meta-Analyse, in der man mal geguckt hat, hier bezogen auf die kognitiven Funktionen bei neurodegenerativen Erkrankungen, hat geguckt, welche Studien denn einen, sage ich mal, positiven Effekt haben und welche Studien keinen Effekt gezeigt haben. Und hier konnte man sehen, dass alle Studien, die eine Dosierung von, sagen wir mal, 500 Milligramm pro Tag an DHA benutzt haben, im Prinzip in ihrem Studiendesign oder in den Ergebnissen keine positiven Ergebnisse nachweisen konnten. Hier selbst eine Studie aus 2008 von Rogers et al., die haben, glaube ich, 800 oder 850 Milligramm DHA pro Tag genommen, selbst die konnten keine nachweisen. Das fängt dann irgendwann hier an, so ab diesem Punkt, so ab 1000 ungefähr, gibt es eigentlich nur noch Studien, ab 1000 Milligramm DHA gibt es eigentlich nur noch Studien, die einen positiven Effekt zeigen. Von daher muss man hier schon ordentlich klotzen und wir empfehlen tatsächlich erst einmal, um auch einen vernünftigen Spiegel zu bekommen, pro Tag mindestens 2 Gramm oder 2000 Milligramm an EPA, DHA als Summe. Hier nochmal darauf hinzuweisen,
Es gibt viele Hersteller von solchen Produkten, zum Beispiel im DM. Da steht dann ganz, ich sag mal, großartig drauf: Omega-3-Fettsäuren, 1000 Milligramm Lachsöl. Da denkt dann der Laie: Ja, guck mal, da brauche ich ja nur zwei von nehmen, dann habe ich ja 2000 Milligramm. Aber diese Angaben beziehen sich in solchen Fällen dann auf die Gesamtölmenge an Fischöl oder Algenöl, meistens Fischöl ist es dann in dem Fall. Und das Fischöl enthält aber nur in der Regel plus minus ein Drittel an EPA, DH, so dass man hier dann dementsprechend natürlich mehr nehmen muss. Also da auch den Patienten möglichst aufklären und sagen, dass man hier doch deutlich mehr nehmen muss, wenn man solche Präparate nimmt. Am liebsten natürlich hier von bekannten und renommierten Herstellern entsprechende Produkte wählen. Und dann haben sie auch hochqualitativ hochwertige Fischöle bzw. auch Algenöle. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn man jetzt zum Beispiel diese Menge von 2000 Milligramm mit Fisch zu sich nehmen wollte, dann zahlen sie im Prinzip ungefähr allein für die Fischkosten in der Regel ungefähr das Doppelte, als das, wenn sie das in Form von Supplements zu sich nehmen. Also von daher. Und der Vorteil, wenn man keine Fische mehr zu sich nimmt, ist der, dass sie auch keine Belastung mit Schwermetall haben. Und das ist etwas, was wir in der Praxis immer und immer wieder sehen, dass die Patienten, wenn sie denn tatsächlich viel Fisch essen, was ja bei Veganern und Vegetariern normalerweise nicht der Fall ist, aber wenn Patienten, wir haben, ich hatte heute noch eine Patientin, die war Vegetarierin. Sie aß aber schon zwei, dreimal die Woche Fisch. Ja, also was sich halt so Vegetarier nennt oder schimpft, das ist manchmal sehr unterschiedlich. Hier werden wir bei der Patientin werden wir mit Sicherheit auch erhöhte Quecksilberwerte und Arsenwerte finden im Blut, die immer auf das Zuführen von Meeresprodukten zurückzuführen ist in der Regel. So, bei das, wie gesagt, das, die Omega-3-Fettsäuren betrifft nicht nur Veganer und Vegetarier. Auch die meisten normal sich ernährenden Menschen essen viel zu wenig Fisch. Und wenn sie so viel Fisch essen, dann sind sie stark schwermetallbelastet. Und von da muss hier auch ein Umdenken stattfinden, dass man hier vom Fisch wegkommt. Und ich empfehle meinen Patienten, den Fisch immer nur noch dann zu essen, wenn man mal so richtig Hyper drauf hat und nicht nur, so wie viele das im Kopf haben, Fisch ist gesund, also muss man einmal mindestens einmal die Woche Fisch essen. Das sollte man sich von der Backe schmieren. Also, und es geht hier natürlich in erster Linie um Seefische, um Meeresfische, Süßwasserfische sind da ein bisschen außen vor. Und Bioqualität schützt zum Beispiel auch nicht vor Schwermetallen. Auch in Bioqualitätsfischen haben wir häufig Schwermetalle, die wir da finden. So, der nächste nach den Omega-3-Fettsäuren, der nächste große Baustein, mit dem sehr viele Menschen Probleme haben, besonders natürlich Vegetarier, Veganer, aber auch Blutspender, ältere Männer, Frauen in den, sag mal, fruchtbaren Jahren, in der Schwangerschaft. Wir sagen mal, jede Schwangerschaft kostet sie ungefähr 1000 Milligramm Eisen. Das ist eine ganze Menge. Jede Monatsblutung, eine durchschnittliche Monatsblutung, kostet 25 Milligramm. Da geht einiges verloren. Und wenn man das nicht optimal auffüllt oder ideal auffüllt, dann kommt man langsam, aber sicher immer mehr in ein Defizit. Und wir haben Frauen, die sind quasi schon ihr ganzes Leben lang im Eisenmangel. Die kennen das gar nicht mehr anders. Ich hatte mal eine Patientin, die sagte, sie haben so einen schlechten Eisenwert. Fühlen sich denn nicht schlapp oder müde? Nee, ich fühle mich ganz prima, alles super. Bis ich ihr dann tatsächlich das Eisen verabreicht habe in Form einer Infusion und sie kommt dann wieder an und sagt, sie wusste gar nicht, dass man mehr Energie haben kann. Manchen ist das überhaupt nicht bewusst, dass sie am Rande, energetisch gesehen, am Rande des Optimums liegen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, sich im Prinzip bei jedem Patienten anzuschauen, wie sieht die Versorgung mit Eisen aus. Und ganz besonders natürlich bei den Veganern und Vegetariern.
Wir haben viele, wir Ärzte, Therapeuten haben gelernt, Eisen braucht man für den Sauerstofftransport. Den Anteil, den haben wir ich noch im Studium gelernt, klar. Dass Eisen auch relevant und wichtig ist für den Transport von Elektronen, also für Oxidation, Reduktion und vor allen Dingen in der Atmungskette. Ich konnte mich zumindest an diese Dinge in meinem Studium, aus meinem Studium heraus nicht mehr erinnern. Das habe ich erst später wieder erneut mir zuführen müssen oder verinnerlichen müssen. Und das wird eben häufig vergessen. Es wird immer nur geschaut nach der Sauerstofftransportfunktion und im Übrigen auch CO2 wird darüber ja auch gebunden. Sauerstofftransportfunktion und aber diese Energieproduktion, und das zeige ich hier mal in der nächsten Folie, an einer sehr schönen Folie. Das hier ist hier die Mitochondrien. In den Mitochondrien haben wir die Komplexe 1 bis 5, die letztendlich zu unserem ATP, unserem Benzin, unserer Energie in der Zelle führen. Und dieses ATP können wir nur ausreichend produzieren, wenn wir ausreichend Eisen haben. Denn wenn wir gar nicht genügend Eisen haben, dann ist der Komplex 2 und der Komplex 3 nicht optimal funktionell und dementsprechend kommt hier hinten nicht genügend an. Das Gleiche gilt natürlich auch für die B-Vitamine, Q10 zum Beispiel, wobei das jetzt nicht speziell für Veganer oder Vegetarier eine Rolle spielt, aber das Eisen ist hier ein ganz wesentlicher Faktor und von daher, das Eisen hat so eine zentrale Stelle und wir haben so viele Patienten, wir sagen immer, wir füllen erstmal Eisen auf, wenn wir das Eisen aufgefüllt haben, dann ist grob gesagt die Hälfte der Probleme, die der Patient hat, schon mal weg. So essentiell, so wichtig ist das. So, Eisenmangel haben wir gerade schon gesagt, Erschöpfung, Schlappheit, aber auch ganz wichtig zum Beispiel Depression. Wir haben schon Patienten gehabt, die wegen Depressionen beim Psychiater waren, ein Jahr lang Antidepressiva eingenommen haben, es hat alles nichts geholfen. Wir haben einfach nur das Eisen aufgefüllt, der Patient fühlte sich wieder gut. Für die Serotoninproduktion, das Glückshormon, brauchen wir unter anderem Eisen. Konzentrationsstörungen, Lernstörungen, Gedächtnisschwierigkeiten, vor allen Dingen Immunprobleme, Immuninfektanfälligkeiten, ganz häufig in Eisenmangel. Restless Leg Syndrom reagiert ja auf wenig Therapien, aber eine Therapie, die oft gut funktioniert, ist eine Eisenbehandlung mit Eisen, hochdosiert, gute Spiegel. Gut, alles, was Haut, Haare, Nägel betrifft, ganz häufig auch Eisen. Problematiken, Blutarmut, gut, das kennen wir viele, Schilddrüsenprobleme. Die meisten Schilddrüsenunterfunktionen sind aus meiner Sicht Jod- und Eisenmangel bedingt. Jod- und Eisenmangel bedingt. Wobei gefühlt sogar noch mehr Eisenmangel bedingt als Jodmangel bedingt. Das heißt, wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, sollten sie immer das Eisen optimal auffüllen. Das heißt, der Eisenspeicherwert sollte mindestens bei 100 liegen. Besser natürlich noch drüber. Und ansonsten wird es problematisch, eine vernünftige Schilddrüsenfunktion wieder zu bekommen. Wir haben ganz viele Patienten, die wirklich jahrelang Schilddrüsenhormone genommen haben und die das jetzt nicht mehr brauchen, weil wir eben vernünftig das Eisen aufgefüllt haben. Wir haben Jod aufgefüllt. Da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, auf das Jod. Auch ein ganz wichtiger, sorry, noch einmal gerade zurück, Entschuldigung, ganz wichtiger Punkt ist Herzinsuffizienz. Also auch bei der Herzinsuffizienz ist es ganz relevant, ganz wichtig, ausreichend Eisen zu haben, weil das Herz eben viel Energie produzieren muss. Und wenn es das nicht hat, dann kann es nicht gut funktionieren. Also auch hier sollten mindestens Werte von 100 erreicht werden. Ich zeige das gerade mal so. Wie untersucht man denn eigentlich so einen Eisenspeicher oder Eisenwert? Der zuverlässigste Eisenmarker ist tatsächlich das Ferritin. Ferritin ist ein Eisenspeicher, der in der Regel gut korreliert mit der Versorgung mit Eisen. Wenn allerdings Entzündungen im Körper oder Malignome im Körper sind, dann oder auch bei Leberfunktionsstörungen, dann kann dieser Ferritinwert ansteigen, obwohl nicht ausreichend Eisen vorhanden ist. Also deswegen bestimmen wir immer
wenn wir den Ferritin bestimmen, wir bestimmen immer den CRP-Wert mit und idealerweise auch die Leberwerte. Wenn der CRP-Wert und die Leberwerte in Ordnung sind, dann können wir erst einmal davon ausgehen, dass der Ferritinwert relativ gut den Eisenspeicher wiedergibt. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit der Transferinsättigung. Ich sehe ganz viele Kollegen, die immer nur das Serumeisen bestimmen und wenn das in Ordnung ist, dann sagen die, ist ja nichts an der Hand. Es gibt so viele Probleme, zum Beispiel bei Östrogeneinnahme ist Eisen erhöht, obwohl sie nicht zu mehr Eisen im Körper haben. Es gibt zirkadiane Rhythmen, je nachdem, wann sie das Blut abnehmen, ist das Serumeisen dementsprechend hoch oder niedrig. Deswegen nur allein ein Serumeisen ist absolut überhaupt keinen Nährwert, brauchen Sie nicht machen. Wenn, dann machen Sie doch gleich das Transferin mit, wenn Sie das untersuchen, also Serumeisen plus Transferin, dann können Sie nämlich daraus die Transferinsättigung errechnen oder das Labor macht das von sich aus. Unser Labor gibt das mittlerweile immer schon gleich mit fertig aus. Sonst müssen Sie sich die Formel dazu einmal raussuchen und dann können Sie die Transferinsättigung errechnen. Die sollte mindestens 20 betragen. Dann können wir davon ausgehen, dass hier kein Eisenmangel vorliegt. Alles, was darunter ist, ist auch schon Eisenmangel. Hier sehen Sie zum Beispiel einen so einen Patienten, hier, der hat einen sehr hohen Ferritinwert. Ich habe jetzt die Folgeuntersuchung nicht dabei. Sie sehen hier aber auch den sehr hohen Entzündungswert. Bei der Folgeuntersuchung kam dann raus, als dann die Entzündung raus war, war dieser Ferritinwert dann letztendlich noch bei 35. Also da sieht man mal, wie stark das ansteigen kann. Und man sieht ja auch schon, dass dieser Patient auch hier oben am Hämoglobinwert, kann man schon sehen, dass dieser Patient doch einen Eisenmangel hatte. Ne? Wenn man jetzt sich nicht ganz sicher ist, dann kann man neben dem Ferritinwert und der Transferinsättigung auch noch den löslichen Transferinrezeptor mit testen. Dieser ist tatsächlich nicht beeinflusst durch akute Phasereaktionen, also sprich Entzündungen. Und hier sehen Sie den Vorwert, also hier bei, der war vorher bei 7,5, dann haben wir eben Eisen aufgefüllt und dann geht er schön runter. Dasselbe sehen Sie auch beim Hämoglobin. Der Patient hatte vorher ein Hämoglobin von 9,6, Sie haben das Eisen aufgefüllt und dann ist das auf dementsprechend 14,3 hochgegangen. So, Eisenmangel, da werde ich auch immer wieder gefragt, warum habe ich denn Eisenmangel? Wie kann das denn sein, dass ich einen Eisenmangel? Ich ernähre mich doch so gesund. Bei Vegetariern und Veganern ist es natürlich so, dass tierisches Eisen erstmal nicht zur Verfügung steht. Tierisches Eisen hat den Vorteil, dass es zweiwertig ist und besser aufgenommen werden kann. Aber auch zum Beispiel bestimmte Einnahme von Medikamenten, Protonenpumpeninhibitoren, Intoxikation mit Blei oder Cadmium zum Beispiel, die Raucher. Also ich kann in der Regel am Blutbild sehen, ob jemand ein Raucher ist oder nicht. Das Cadmium ist bei den Rauchern fast immer erhöht im Blutbild. Wenn wir mal erhöhte Cadmiumwerte finden, dann gibt es eine andere Erklärung, wenn es kein Raucher ist. Und zwar dürfen Sie mal raten. Und zwar sind das diejenigen, die sehr viel Leinsamen zu sich nehmen. Leinsamen ist eine Pflanze, oder die Leinpflanze ist eine, der Flachs ist eine Pflanze, die besonders viel Cadmium aus dem Boden aufnehmen kann und das dann auch ablagert. Also wenn Sie mal jemanden haben, dann sollten Sie da eventuell mal dran denken. Phosphate, Gerbstoffe, Phytinsäuren aus Hülsenfrüchten, Getreide und Ölsaaten binden Eisen, sodass es im Prinzip nicht mehr vernünftig aufgenommen werden kann. Aber auch Oxalate zum Beispiel aus der Nahrung können Eisen binden. Polyphenolverbindungen aus dem schwarzen Tee, aus Kaffee, Kräutertees, Kakao, Rotwein, Oregano binden Eisen, sodass dieser nicht mehr aufgenommen
werden kann. Deswegen, die meisten Ursachen sind sicherlich hier zu finden. Grundsätzlich aber muss man auch immer dran denken, an einen erhöhten Blutverlust, zum Beispiel über den Darm. Alle Patienten, die ein Eisendefizit haben, sollten zumindest mal abgeklärt haben, ob sie verstecktes Blut im Stuhlgang haben. Besser noch, machen eine Darmspiegelung, um mal zu gucken, ob es irgendwelche Polypen gibt oder ähnliches. Menstruation, Blutspende haben wir schon gesagt. Erhöhter Bedarf in der Schwangerschaft haben wir auch schon gesagt. Und das andere ist natürlich auch Magen-Darm-Probleme, Magenresektionen, Verdauungsstörungen. Auch die sorgen dafür, dass wir nicht ausreichend Eisen aufnehmen können. Was viele vielleicht nicht ganz so wissen, da die Eisenaufnahme, wie gesagt, funktioniert nur über das reduzierte Eisen, also das zweiwertige Eisen. In Pflanzen kommt nur das dreiwertige vor. Das muss als reduziert werden. Dafür kann man unter anderem Vitamin C mitnutzen, um das zu reduzieren. Wird dann im Prinzip aufgenommen, an Transferin gebunden und zur Leber transportiert. Wenn die Leber registriert, dass hier ausreichend Eisen ankommt, dann produziert sie das sogenannte Hepzidin. Hepzidin wiederum blockiert diese Eisentransporter, vor allem das Ferroportin, und sodass hier erstmal kein Eisen mehr aufgenommen werden kann. Diese Blockade hält bis zu 48 Stunden an. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, um bei einer oralen Eingabe oder Zufuhr von Eisen das nicht täglich zu machen, sondern zum Beispiel, so mache ich das häufig in der Praxis, nur jeden zweiten Tag. Kommt unterm Strich letztendlich pro Gesamteinnahme mehr an. Und je mehr aufgenommen werden kann, desto weniger Nebenwirkungen wir haben. Also bei Oralen, da kommen wir gleich noch zu, orale Eisentherapeutika können ja zum Beispiel Bauchschmerzen, Übelkeit, verharrten Stuhlgang verursachen. Aber das ist immer das Eisen, was nicht aufgenommen worden ist. Das heißt, je mehr Eisen ich aufnehme im Darm, desto weniger Nebenwirkungen habe ich. Hier wird das nochmal, sind nochmal die Studien dazu, dass eben diese Eisentransporter dann für zwei Tage lang blockiert sind, wenn man einmal Eisen genommen hat. Natürlich sind nicht immer gleich alle Eisentransporter blockiert, weil nicht alle, sag ich mal, durch das Hepzidin erreicht werden. Aber wie gesagt, es kann hier durchaus hilfreich sein, das nur jeden zweiten Tag zu geben. So, wenn man jetzt einen Eisenmangel festgestellt hat, dann kommt es eben darauf an, ist das leichter Mangel oder ist das ein starker Mangel? Beim leichten Mangel kann man die Ernährung anpassen, was bei Vegetariern und Veganern manchmal ein bisschen schwieriger ist. Denn gerade, das hatte ich schon gesagt, der Fleischkonsum, auch wenn er sonst natürlich auch Nachteile hat, bietet zumindest, was das Eisen betrifft, ein hochwertiges Eisen. Und damit kann man durchaus ernährungstechnisch etwas machen. Das ist natürlich bei großen Defiziten nicht möglich. Da muss man dann, oder bei kleinen Defiziten kann man es über die Ernährung probieren. Bei mittleren Defiziten reichen Tabletten. Wenn Sie aber wirklich einen großen Defizit haben und Sie haben auch keine Zeit und wollen auch keine Zeit investieren, also ich sage immer oral, wenn es gut läuft, hat man vielleicht nach einem halben Jahr einen vernünftigen Spiegel. Bei Männern funktioniert das in der Regel ganz gut. Bei Frauen kann das sein, dass nach einem halben Jahr im Prinzip trotz Eisentabletten rein gar nichts angekommen ist, weil so viel wie die aufnehmen können und der Darm kann eben nicht so viel aufnehmen. Man geht davon aus, dass der Darm aufnehmen kann ungefähr plus minus 10 Milligramm aufnehmen. Das heißt, sie müssen teilweise aber auch mehr zuführen, damit diese 10 Milligramm auch aufgenommen werden kann. Wenn Sie nur 10 Milligramm zuführen, kann es sein, dass davon eben nicht alles, ein Drittel, sagen wir in der Regel, wird davon aufgenommen. Also dass dann im Prinzip bei 10 Milligramm Zufuhr letztendlich nur 3 Milligramm tatsächlich auch aufgenommen werden kann. So, von daher ist das mit den Eisentabletten manchmal eben nicht möglich, um hier einen vernünftigen Anstieg des Eisenspiegels hinzubekommen. Man kann pflanzliche Produkte, man kann unterschiedliche Eisenverbindungen probieren. Auch hier gibt es sehr individuelle Verhaltensformen. Das heißt, der eine verträgt das, der andere verträgt das besser. Wenn man das jetzt oral machen möchte, muss man es einfach ausprobieren. Curryblatteisen wird gut vertragen, enthält aber auch wiederum nicht so viel Eisen.
Was man machen kann, das habe ich eben schon gesagt, durch die Zufuhr von zum Beispiel Vitamin C entsteht mehr zweiwertiges Eisen und das zweiwertige Eisen kann eben besser resorbiert werden. Dementsprechend habe ich auch weniger Nebenwirkungen. Da gehen wir nochmal weiter. Also, wenn wir einen leichten Eisenmangel haben, dann können wir das mit Tabletten machen. Ansonsten machen wir in der Praxis hier fast immer Infusionen oder geben das als Spritze, das Eisen. Es geht schneller, es ist effektiver. Die Patienten haben deutlich schneller einen positiven Effekt von diesen Maßnahmen und kommen dann dementsprechend auch freudestrahlend und sagen, schon teilweise eben nach 14 Tagen, sagen die, ich bin neu geboren, ich bin ein ganz anderer Mensch. Das ist das, was wir ganz häufig hören nach Eiseninfusionen. Eiseninfusionen, viele Kollegen, auch hier bei uns in der Gegend zumindest, aber auch in anderen Regionen, scheuen die intravenöse Eisengabe, weil das sind noch so alte Glaubenssätze von vor 30, 40, 50 Jahren. Damals gab es tatsächlich Eisenpräparate, die intravenös verabreicht wurden, die zu durchaus heftigen Nebenwirkungen geführt haben, die teilweise erforderlich es machten, um vorher schon eine kleine Menge zu geben, um zu gucken, ob jemand das verträgt oder nicht. Die modernen Eisenpräparate sind sehr viel, sehr, sehr, sehr viel besser verträglich. Wir haben schon Tausende von Ampullen von Eisen verspritzt und die Nebenwirkungsrate ist so minimal. Da haben wir bei unseren Spurenelementen, Kapseln, die wir geben, viel häufiger Nebenwirkungen als jetzt beim Eisen zum Beispiel. Weil in den Spurenelementen ist Zink mit drin. Das haben Sie vielleicht auch schon mal festgestellt, dass durchaus einige Patienten auf Zink oral nicht besonders angenehm reagieren mit Hilfe von oder mit Übelkeit und ähnlichen Sachen. Das heißt also, diese Eiseninfusionen, die wir geben, werden sehr gut vertragen. Es ist ein super Eisen und Sie können da mit einer Infusion locker 1000 Milligramm verabreichen. Dementsprechend, wir hängen immer abhängig von dem Ferritinwert, kalkulieren wir auch dann die entsprechende Eiseninfusion oder Eisenspritze. Man sagt, dass wir mit 100 Milligramm den Ferritinwert ungefähr um 10 Punkte anheben können. Die Präparate, die wir nutzen, haben in der Regel 500 Milligramm Eisen. Da gibt es zwei verschiedene Präparate. Das eine ist etwas teurer, ist allerdings nur bei, das kann man auch bei Kindern einsetzen, während das etwas günstigere Präparat erst bei Erwachsenen einzusetzen ist. Also wir haben auch schon Kinder, Jugendliche, die bei uns Eiseninfusionen bekommen, weil sie so schlechte Eisenwerte haben. Dementsprechend, wenn ich jetzt sogar mal einen Ferritinwert habe von 10 zum Beispiel, dann würde ich hier auf jeden Fall 1000 Milligramm Eisen einsetzen und kämen wir plus minus. Also nicht direkt nach der Infusion, aber sagen wir mal so nach ein paar Wochen haben wir dann einen Wert, der dann doch deutlich über 100 liegt. Das ist das zum Eisen. Ein anderes wichtiges Mineral oder Spurenelement ist, besser gesagt Spurenelement, ist das Jod. Jod wird aus meiner Sicht viel zu viel vernachlässigt und auch nicht ausreichend untersucht und auch nicht ausreichend substituiert. Sie können davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte Ihrer Patienten sehr schlecht versorgt ist mit Jod. Dementsprechend sollten wir hier auch Empfehlungen aussprechen, denn das Jod ist nicht nur, wie manche vielleicht denken mögen, für die Schilddrüse notwendig. Nein, im Prinzip haben alle Körperzellen einen Jod. Stoffwechsel, also sie nutzen Jod. Und Jod ist ein wichtiges Antioxidant. Und neben der Schilddrüse ist es natürlich in den Brüsten, das hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, in den Brüsten ein sehr starker Speicher von Jod auch vorhanden.
Brustdrüsen können in fast derselben Konzentration Jod anreichern wie die Schilddrüse. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sogar Brustkrebs möglicherweise durch eine gute Jodversorgung verhindert werden kann. Aber auch, sage ich mal, andere Brusterkrankungen wie so empfindliche Brüste zum Beispiel können günstig auf eine Zufuhr von Jod reagieren. Aber auch neben den Brüsten auch die Eierstöcke, die Hoden, die Magenschleimhaut, auch ganz wichtig, sind Organsysteme, die jodabhängig sind und von einer Jodzufuhr und einer ausreichenden Substitution dementsprechend profitieren. Es gibt noch andere Gewebearten, die sogenannte Jodpumpen haben. Das ist die Thymusdrüse, also hier der Einfluss dann auf das Immunsystem, die Haut, der Plexus choroideus im Gehirn für das Hirnwasserproduktion, die Gelenke, die Arterien, die Knochen, alle haben sie Rezeptoren bzw. haben sie Jodpumpen, also auch diese Zellen brauchen ausreichend Jod. Wie gesagt, Jod hilft natürlich für die Schilddrüse, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Jod unterstützt aber auch den natürlichen Zelltod, die Apoptose. Es aktiviert diverse Hormonrezeptoren. Es kann bestimmte Krebsformen, Brustkrebs möglicherweise eben verhindern. Für die Energieproduktion ist es wichtig. Der Insulinbedarf bei Diabetikern zum Beispiel kann dadurch reduziert werden. Und auch ganz interessant, denken Sie mal bei Dupuytren und Keloiden, dass Sie hier auch den Patienten, wenn das beginnt, diese Dupuytrensche Erkrankung, dass Sie da auch Jod auf jeden Fall substituieren. Man kann es auch messen, das ist sehr aufwendig, es ist sehr teuer. Wir machen das in der Praxis fast nicht. Wir substituieren generell jeden Patienten mit Jod. Und bei Veganern und Vegetariern sowieso. Wir kommen gleich nochmal zu ein paar Lebensmitteln oder wie man das sonst machen kann. Jod ist auch im Übrigen für grundsätzlich die Proteinsynthese wichtig. Es hat eine unterdrückende Funktion bei Autoimmunerkrankungen. Das heißt, auch Autoimmunerkrankungen sollten, Erkrankte sollten Jod ausreichend bekommen. Der eine oder andere von Ihnen hat bestimmt auch schon mal gehört, dass Jod sehr hochdosiert eingesetzt wird zur Entgiftung. Es ist nachgewiesen, dass hier toxische Halogene eliminiert werden können, ausgeschieden werden können, wenn wir viel Jod zuführen. Hat mir eben schon Magenschleimhaut, habe ich gesagt, Herzmuskel auch ganz wichtig, auch hier ausreichend Jodzufuhr. Wo kriege ich jetzt mein Jod her? Als Vegetarier kann ich kein Fischbrust essen. Ich könnte aber Meeresalgen und vielleicht andere Meeresfrüchte essen. Meeresalgen wäre möglich. Sushi, vegetarische Sushi zum Beispiel, enthält durchaus diese Algen. Die kann man ja auch so kaufen sogar. Ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich mir diese für Sushi diese Algenblätter gekauft habe. Ich habe die in meinen Mixer getan, habe da ein Pulver von gemacht und habe mir das dann immer zum Beispiel übers Gemüse gegeben. Man kann aber auch Kelp-Trockenextrakte bekommen, entweder als Pulver oder in Presslingsform. So machen wir das bei uns in der Praxis. Wir haben Presslinge hier, die wir den Patienten mitgeben. Das wird sehr, sehr super vertragen. Sie haben ein pflanzliches Produkt und schon haben Sie eine ausreichende Versorgung mit Jod. Zu beachten ist, was viele Patienten meinen, wenn sie denn Algen nehmen, dass sie, wenn sie Spirulina, Chlorella oder AFA nehmen, dass sie hier ausreichend Jod möglicherweise haben. Aber dem ist natürlich nicht so. Diese Algen haben kein Jod. Mit hochdosiert, was ich eben sagte, zur Entgiftung setzen einige durchaus bis zu 12,5 Milligramm, das sind 12.500 Mikrogramm, ein. Manche gehen sogar noch höher, das 3-, 4-, 5-fache davon nehmen manche ein. Das kann man im Netz angucken, das machen manche Patienten selbstständig, unabhängig vom Arzt.
während die offizielle Empfehlung für die Jodzufuhr 200 Mikrogramm beträgt. Wir geben in der Regel jedem Patienten 300 Mikrogramm, um hier eine gute Minimalversorgung dauerhaft zu gewährleisten. Bei diesen Dosierungen von 200 bis 300 Mikrogramm passiert normalerweise nichts mit der Schilddrüse. Selbst Hashimoto-Patienten und ähnliche können das und sollten das einnehmen. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Es sei denn, es liegt gerade eine akute Entzündung der Schilddrüse vor, dann macht es keinen Sinn. Aber außerhalb dieser Zeit sollte jeder Schilddrüsenkranke auch ausreichend Jod zuführen, zumindest die 200 bis 300 Mikrogramm, die wir hier haben. In seltenen Fällen für diejenigen, die, sage ich mal, so hochdosiertes Jod einsetzen oder eingesetzt haben oder die Patienten haben, die das so hoch nehmen, sollte man darauf achten, hohe Mengen von Jod können den TSH-Wert erhöhen, wo man dann denken würde, der Patient hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist in dem Fall dann aber nicht der Fall. Die Patienten haben in dem Fall keine Schilddrüsenunterfunktion, nur weil der TSH-Wert hochgegangen ist. Das sieht man dann, wenn man das FT3 sich anschaut, das ist dann trotzdem im Normbereich. So, da Halogene durch das Jod ausgeschieden werden, passiert dies meistens über die Haut und Schleimhäute. Und es kann durchaus eine sogenannte Bromakne, also Bromide, Brom, aber auch Fluoride werden teilweise über das Jod eben ausgeschieden, kann es eben zu Hautreaktionen kommen, Hautsymptomen kommen. Also wenn man das macht, nicht wundern, ist dann in dem Fall eher ein gutes Zeichen. Menschen, die also hochdosiert Jod nehmen, sagen in der Regel, dass sie sich fitter fühlen, mehr Energie haben. Sie frieren seltener, brauchen weniger Schlaf, Kopfschmerzen haben sie seltener und also das allgemeine Befinden wird hier deutlich verbessert. So, das ist der nächste Punkt, den wir hatten. Das war das Jod. Und der letzte Punkt, der ganz wichtig ist, natürlich ist das Vitamin D. Vitamin D sind wir fast alle unterversorgt. Ich sage meinen Patienten immer dann, wenn das Gras draußen nicht mehr wächst, dann können sie in der Sonne auch kein Vitamin D mehr produzieren, weil die Funktionen des Sonnenlichts sind ähnlich in den Pflanzen wie bei uns Menschen. Auch die Pflanzen brauchen nicht nur Licht, sondern sie brauchen auch eine gewisse Energiedichte. Da zeige ich gleich noch was zu. Die brauchen eine gewisse Energiedichte des Sonnenlichtes. Erst dann kann die Pflanze Photosynthese betreiben und dadurch dann auch Wachstum. Und so ist das bei uns auch. Wir brauchen eine gewisse Energiedichte. Dann können wir auch Vitamin D produzieren in unserer Haut. Ansonsten bleibt das außen vor. Und selbst also, wenn Sie sich im Sommer, im Winter mittags in die Sonne legen und die Sonne strahlt wunderbar und es ist ein lauer sonniger Tag, werden Sie trotzdem kein Vitamin D produzieren, weil die Energiedichte nicht ausreicht. Vitamin D ist im Extrem, ist deswegen so wichtig, weil ungefähr 10% unseres Genoms, also über 2000 Gene, werden beeinflusst durch Vitamin D. Das heißt, ein Großteil unserer Körperfunktion ist Vitamin D abhängig und wird darüber gesteuert. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir Vitamin D ausreichend zuführen oder halt über die Sonne bekommen, was ja im Winter im Prinzip nicht möglich ist. Generell ist das Vitamin D ein Steroid- oder Sekosteroidhormon, abgeleitet vom Cholesterin, wie auch die anderen Hormone, Testosteron, Progesteron, Östrogen, alle sind abgeleitet vom Cholesterin. Hier auch dran denken, wenn Patienten zum Beispiel Cholesterinsenker nehmen und kein Vitamin D substituieren, kann sich das auch hier ungünstig drauf auswirken. Die verschiedenen Formen des Vitamin D3, das ist das, was wir in der Regel tatsächlich einnehmen. Das, was wir im Blut sich messen, ist das 25 OH Vitamin D3. Das ist die Speicherform. Die ist aussagekräftiger in der Regel als der aktive Metabolit, das 1,4,5-Dihydroxyvitamin D. Sonst, außer, sage ich mal, in
die selber eigene Produktion haben wir noch ein paar Nahrungsmittel, Fische zum Beispiel oder Fischöle. Der Klassiker ist der Lebertran, enthalten durchaus wesentliche Mengen an Vitamin D. Ein paar bei den Vegetariern fällt das natürlich sowieso flach. Es gibt Champignons, die man im Übrigen nicht roh essen sollte, das wissen auch die wenigsten. Dort ist eine Substanz, das Agaritin, drin. Das ist toxisch und deswegen sollten Champignons möglichst immer erwärmt werden. Hitze baut dieses Agaritin ab und das ist dann nicht mehr toxisch. Shiitake, Maitake, andere Pilze, auch die enthalten durchaus geringe Mengen an Vitamin D. Vitamin D-Rezeptoren finden wir klassisch natürlich in den Knochenzellen, das kennen wir, das kennt, glaube ich, jeder, aber auch im Darm für die Calciumresorption. Das heißt, wenn wir Vollblutanalysen machen und wir stellen fest, dass jemand ein Calciumdefizit hat, dann ist das nicht immer unbedingt gesagt, dass er zu wenig Calcium zu sich nimmt, sondern das hängt häufig ganz oft damit zusammen, dass er eben nicht genügend Vitamin D zu sich nimmt. Das heißt, ein Calciumdefizit behandeln wir in der Regel erst einmal durch Vitamin D-Gaben und dann wird das häufig schon besser. Aber auch Nieren, Leber, Nebenschilddrüse haben Rezeptoren für das Vitamin D, die Haut. Wir haben zum Beispiel Patienten, oder ganz häufig hören wir von unseren Patienten, die sagen, seitdem ich Vitamin D nehme, habe ich eine wesentlich unempfindlichere Haut, zum Beispiel gegen Sonnenstrahlen. Die verbrennen nicht mehr so schnell. Die können viel länger in die Sonne gehen, wenn die einen vernünftigen Vitamin D-Spiegel haben. Neuere Erkenntnisse für Vitamin D-Rezeptoren finden wir in den Pankreas, in den Beta-Zellen, im Thymus, auch hier wieder Immunsystem, Immunregulierung, sowohl bei Autoimmunerkrankungen wirkt sich das günstig aus, da setzen wir es ja auch hochdosiert ein, zum Beispiel mit sehr hohem Erfolg übrigens. Aber auch bei Infektanfälligkeiten hilft Vitamin D. Die Blase, das Nebennierenmark, also Cortisolproduktion, Herzmuskel, Magen, Sexualdrüsen und Immunzellen, hatte ich gerade schon gesagt, sind im Wesentlichen abhängig von einer vernünftigen Vitamin D-Versorgung. So, im Prinzip, das habe ich eben noch mal gezeigt, weil wir brauchen UV-Strahlen auf unserer Haut und wenn die auf die Haut treffen, müssen sie eine Energiedichte von mindestens 0,18 Kilojoule pro Quadratmeter haben. Erst dann kann diese photochemische Reaktion stattfinden. Wenn wir uns aber angucken, wie das generell so aussieht, also wenn Sie zum Beispiel im Sommer hier unten in Australien sind, Neuseeland sind zum Beispiel, dann ist da keine UV-Strahlung mit einer nennenswerten Kilojoule-Anzahl. Wir kommen in Europa im Sommer mal grün ungefähr vielleicht auf 4. Ne? Wir brauchen aber mindestens 0,18. Im Winter, Dezember, ist hier oben nichts mehr. Da ist Rente, nothing. Das heißt, da können Sie sich noch so lange in die Sonne legen, da wird nichts passieren in Form von Vitamin-D-Produktion. So, wie kommt es nun zu einem Vitamin-D-Mangel? Also, es gibt natürlich viele Faktoren. Wir brauchen Sonnenlicht. Habe ich kein Sonnenlicht durch unter anderem Bekleidung, weil ich drin bin, weil ich Lichtschutzfaktoren, Sonnencremes benutze. Ab Lichtschutzfaktor 8 haben wir noch 10% der Vitamin-D-Produktion. Eine dunkle Hautfarbe. Hatte heute gerade einen Patienten aus Syrien, Flüchtling, bei uns, da habe ich auch gesagt, mit der dunklen Hautfarbe sind sie hier ziemlich schlecht aufgestellt. Bei uns hier im hohen Norden, da brauchen sie zusätzlich Vitamin D. Es gibt Umweltgifte, die können unsere sogenannten Vitamin D-Rezeptoren, da zeige ich gleich ein Bild zu, können unsere Vitamin D-Rezeptoren blockieren, aber auch chronische Entzündungsmediatoren und auch ganz interessant Koffein blockieren unsere Vitamin D-Rezeptoren. In diesem Fall sprechen wir von einer sogenannten Vitamin D-Resistenz. Und gerade bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen finden wir sehr häufig Vitamin D-Resistenzen. Das heißt, die haben zwar ausreichend Vitamin D im Blut, aber
Das sage ich mal gerade. Nee, das muss ich in der nächsten, nee, ich zeige mal gerade die nächste Folie. Das ist hier gerade wichtig. Wir haben zwar ausreichend Vitamin D3 im Blut, also das 25 OH, das ist ja das, was wir immer messen. Aber das Vitamin D kann hier an dem Vitamin D-Rezeptor nicht andocken. Dann habe ich auch dementsprechend keine Wirkung am Genom. Das heißt, ich muss, wenn ich Vitamin D3 zuführe, brauche ich unter anderem, und das habe ich vorhin schon einmal erzählt, wir brauchen ausreichend Magnesium und Vitamin B2, ansonsten kann ich das eingeworfene oder das in der Haut produzierte Vitamin D3 nicht umwandeln in das 25 OH beziehungsweise in das 1,2,5, die aktive Form. Also für diese Umwandlungsschritte brauche ich sehr viel Magnesium und Vitamin B2. Habe ich hier Defizite, kann ich zwar mir reichlich Vitamin D einwerfen, aber ich werde keine Wirkung haben am Vitamin D-Rezeptor. Des Weiteren hatte ich gerade erzählt, wie das Bohr die aktive Form mit unterstützt. Das heißt, fehlt mir Bohr, kann das aktive Vitamin D auch nicht optimal funktionieren. Der Vitamin D-Rezeptor ist abhängig von Zink. An seiner Basis enthält er zwei Zinkmoleküle. Habe ich Zinkmangel, zum Beispiel, weil ich eine HPU- oder KPU-Erkrankung habe oder einfach, weil ich auch Vegetarier bin, Veganer, die haben auch sehr häufig Zinkmangel. Dann funktioniert, habe ich nicht genügend Vitamin D-Rezeptoren. Das heißt, ich habe hier möglicherweise alles ausreichend vorhanden, aber letztendlich keine Wirkung im Bereich hier der Gene. Des Weiteren, um das, diese Folie, sagen wir mal, im Prinzip komplett zu machen, ist es wichtig, dass Vitamin D häufig auch in Kombination mit Vitamin A erst, sage ich mal, zu den gewünschten Proteinen führt. Also nur mit Vitamin A kann ich auch entsprechende Proteine, Enzyme, was auch immer die Gene jetzt gerade hergeben, produzieren. Und wenn diese einmal produziert sind, die brauche ich dann das ausreichend K2, um hier dann auch funktionelle Proteine von zu machen. Wir gehen nochmal kurz zurück. Also ausreichend Vitamin D-Zufuhr oder auch ausreichende Spiegel bedeutet nicht automatisch, dass ich auch auf Zellebene eine ausreichende Funktion habe. Da kann man einen Ersatzparameter für nehmen, um zu gucken, wie die Funktion des Vitamin D ist. Das ist ein funktioneller Parameter. Und zwar ist das das Parathormon. Den kann man nutzen. Ist das sehr hoch? Das Parathormon liegt hier sehr wahrscheinlich eine sogenannte Vitamin D-Resistenz vor oder in seltenen Fällen ein autonomes Adenom der Nebenschilddrüse, denn dort wird das Parathormon produziert. So, zu den Dosierungen. Wie dosiert man Vitamin D? Also grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass 10.000 Einheiten für einen Erwachsenen mehr als physiologische Dosierung gelten. Es gibt die 20er-Regel nach Dr. Didier, also durch mich selber ins Leben gerufen. Die 20er-Regel sagt aus, wenn Sie als 20-Jähriger 20 Minuten in der Mittagssonne in der Sonne sitzen im Sommer, dann produzieren Sie bis zu 20.000 Einheiten Vitamin D. Das heißt, das gilt allerdings, wie gesagt, nur für junge Menschen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Vitamin D-Produktion deutlich ab. Und das ist teilweise nur noch ein Drittel ab dem 40. Lebensjahr, die wir selber produzieren können im Vergleich zu einem 20-Jährigen. Von daher können Sie davon aus oder kann man sagen, dass Dosierungen von 10.000 eher physiologisch sind. Wir haben natürlich viele Kollegen, Apotheker manchmal auch, die sagen, boah, 5.000 Einheiten, das ist viel zu viel, das ist gefährlich, da kann man Schaden mit anrichten, sie vergiften sich. Also wenn jemand so etwas sagt, dann muss er im Prinzip eigentlich auch sagen, dass man nicht in die Sonne gehen darf, weil, wie gesagt, die körpereigene Produktion, und das wissen ja leider die wenigsten Kollegen und Apotheker, die körpereigene Produktion liegt locker zwischen 10.000 und 20.000 Einheiten pro Tag. Übrigens aber auch nicht mehr. Also wenn ich 40 Minuten in die Sonne gehe, produziere ich nicht jetzt hier 40.000 Einheiten. Der Körper hört dann irgendwann auf, noch weiter Vitamin D zu produzieren. Also ja, 20.000 ist dann hier, das haben wir gerade gesehen. Kann man Vitamin D überdosieren? Ist eine typische Frage, die ich von Patienten immer wieder höre. Und was ist meine Antwort? Was werden Sie sagen? Ja, man kann es überdosieren. Ich sage dann aber auch,
Gibt es, dann frage ich als Gegenfrage, gibt es was, was man nicht überdosieren kann? Nein. Im Prinzip können Sie alles überdosieren, selbst Wasser. Ja, man muss eben wissen, wie man es einsetzt, wann man es einsetzt. Eventuell muss man wissen, was man kontrollieren muss, wenn man Dinge höher dosiert einsetzt. Also wir setzen bei uns, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, unsere Praxis, ich habe einen Kollegen mit reingenommen, weil ich die Arbeit sonst nicht mehr schaffe. Ich schaffe sie auch so jetzt nicht mehr, aber wir machen das sogenannte Coimbra-Protokoll. Hier haben wir Patienten, denen wir teilweise täglich, ich hatte gerade heute noch eine Patientin, die hat erst bei 100.000 Einheiten Vitamin D am Tag haben wir angefangen bei ihrer MS. Da hat sie keine Verbesserung gemerkt. Bei 200.000 Einheiten am Tag, wohlgemerkt, hat sie eine deutliche Verbesserung ihrer MS-Symptomatik erfahren. Bei solchen Dosierungen muss man natürlich kontrollieren. Das kann man nicht einfach so machen und es ist auch nicht zu empfehlen, das in Hände zu geben, die sich damit nicht auskennen. Man muss regelmäßige Kontrollen des Kalziumwertes, der Nierenfunktion und so weiter machen. Ein vermehrtes Durstgefühl zum Beispiel ist ein typisches Symptom oder auch Übelkeit ist ein typisches Symptom von Überdosierung von Vitamin D. Wie gesagt, aber selbst in dem Rahmen bis zu 200.000 Einheiten teilweise haben wir keine Nebenwirkungen bei unseren Patienten. Wenn wir das, wie gesagt, einige Dinge beachten, wie zum Beispiel ausreichend trinken und auch eine kalziumreduzierte Ernährung. Das fällt Vegetariern und Veganern in der Regel nicht schwer, weil wir empfehlen dann primär die Milchprodukte wegzulassen und für den Veganer ist das natürlich kein Problem, weil er nimmt ja sowieso keine zu sich. Wichtig zu wissen auch nochmal, die Halbwertszeit von Vitamin D beträgt ungefähr, wir sagen immer ungefähr 4 Wochen als der groben Durchschnitt. Das heißt, wenn Sie einen guten Spiegel haben, sagen wir mal von 100 Mikrogramm oder Nanogramm pro Milliliter zum Beispiel, dann haben Sie nach 4 Wochen ungefähr noch die Hälfte, wenn Sie nichts mehr zuführen bzw. nicht mehr in der Sonne waren. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel in den Wintermonaten wir immer solche Infektwellen haben. Das ist nicht nur die schlechte Luft und das enge Aufeinandersein, sondern das ist zu einem ganz großen Anteil auch der Vitamin-D-Mangel. Und deswegen wird es dann im Frühjahr dann irgendwann auch wieder besser mit den ganzen Infekten, weil die Patienten dann wieder draußen sind, wieder ein bisschen mehr Vitamin-D bekommen und dementsprechend gut versorgt sind. Es gibt, das gilt aber ja für viele Laborwerte, es gibt Referenzbereiche oder Normwerte. So gibt es das auch beim Vitamin D. Die liegen teilweise hier bei 20, 30 Nanogramm, je nachdem, welches Labor Sie nutzen. Wir empfehlen hier in der Praxis für Gesunde einen Spiegel von 70 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Bitte achten Sie darauf, es gibt Labore, die bestimmen nicht Nanogramm pro Milliliter, sondern Nanomol pro Liter. Das ist ein Faktor 2,5, mit dem Sie das dann umrechnen müssen. Also dementsprechend liegt das dann niedriger. So, das ist erstmal so das, was ich Ihnen zum Vitamin D erzählen wollte. Ich habe mal hier als letzte Folie das Kauen noch erwähnt, denn die Mikronährstoffversorgung ist wesentlich auch davon abhängig, wie ich Sachen verdaue. Und dazu zählt unter anderem auch das Kauen, was wir natürlich ganz häufig vernachlässigen in unserer Ernährungsberatung, dass wir die Patienten darauf hinweisen, dass wenn wir die Sachen gut zerkleinern, gerade der Vegetarier muss seine Sachen gut zerkleinern oder der Veganer, damit er an die guten Nährstoffe in den Pflanzen überhaupt herankommen kann. Denn der menschliche Organismus kann, wenn er sie nicht mechanisch zerkleinert, pflanzliche Zellen nicht aufspalten und somit auch nicht an die Nährstoffe herankommen. Das muss er entweder durch Erhitzen, durch Kauen oder ein mechanisches Gerät, was ich in Smoothie, Slow Juicer oder was auch immer mache. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen heute einiges, vielleicht doch hoffentlich was Neues auch mit auf den Weg habe, mitgeben können, was Sie dementsprechend auch gleich morgen in der Praxis auch umsetzen können und wünsche Ihnen viel Erfolg bei
der Therapie ihrer Patienten und natürlich auch bei sich selber. Denn wer nicht selber für sich selber gut sorgt, kann auch irgendwann für seine Patienten nicht mehr gut sorgen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Dr. Didier. Das war ein sehr spannender Vortrag. Ein schönes Gift noch am Ende. Gut gekaut ist halb verdaut, sagt man ja auch so schön. Genau, in diesem Sinne würde ich jetzt einmal kurz in meine Präsentation springen. Wir haben schon ganz viele Fragen. Wahrscheinlich schaffen wir es gar nicht ganz, alle durchzugehen. Ich werde meinen Teil ganz schnell erledigen und dann gehen wir nochmal auf die Fragen ein. Es war auf jeden Fall super spannend, auch nochmal zu hören, dass es eben nicht nur bei den Veganern und Vegetariern zu Mängeln kommt, sondern eben eigentlich jeder betroffen sein kann, aber eben insbesondere Veganer und Vegetarier von dem einen oder anderen Nährstoff mehr. Genau, also ich wollte Sie auch noch bitten, dass Sie, das habe ich ja vorhin schon einmal erzählt, dass Sie, wenn Sie meine Informationen oder auch den Vortrag von mir verschicken, dass Sie einmal noch den Link von unserem gemeinnützigen Verein damit reinsetzen, von dem Forum Orthomolekulare Medizin, wo wir eben auch entsprechende Ausbildungen anbieten über die Mikronährstoffe. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Da ist einfach noch ganz viel Wissen, was, sage ich mal, aufgefrischt und ergänzt werden kann. Und das ist eine Ausbildung, die sehr angenommen wird und wir kriegen immer so positive Rückmeldungen von den Teilnehmern und möchte das hier einfach auch nochmal erwähnen, dass wir das einfach in diesem Sinne auch ganz wichtig ist. Das werden wir auf jeden Fall gerne mit reinnehmen. Super. Ja. An Sie wende ich mich gleich nochmal wegen den Fragen. Ja. Dann erstmal nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt ja auch schon vorhin eine Fettsäureanalyse im Beispiel gesehen. Uns ist es auch immer nochmal ganz wichtig, eine spiegelbasierte Empfehlung zu geben. Da führt der Weg nicht an der Messung vorbei. Ganz nach dem Motto messen, analysieren, regulieren. Wir arbeiten ja hier mit dem Labor Omega Matrix zum Beispiel zusammen. Hier wird der HS-Omega-3-Index bestimmt, der eben idealerweise zwischen 8% und 11% liegen sollte. Sind leider sehr wenige, also ungefähr nur ein Viertel in Deutschland bei über 8%. Und wenn Sie da Fragen haben, sprechen Sie auch uns gerne an in der Fachberatung. Wir beraten Sie das sehr gerne und gehen das alles nochmal mit Ihnen durch. Genau. Ansonsten, wenn man nicht misst, ist die Empfehlung eben bei 2000 Milligramm, wie Sie es wahrscheinlich auch von unseren Produkten oder aus unseren Kreisen schon kennen. Ja, darf ich mal kurz einhaken? Ja. Also ein Prinzip, also ich habe bei mir in der Praxis, wenn jemand nicht substituiert, habe ich keinen einzigen Patienten, der über die Nahrung schafft, einen vernünftigen Omega-3-Fettsäurespiegel zu bekommen. Das heißt, eigentlich muss jeder substituieren und wie Sie schon sagen, entsprechend, wenn man das genau machen will, dann kann man das mit entsprechenden Untersuchungen noch unterlegen und dann auch noch genauer schauen, wie viel muss man machen, wie lange muss man machen. Im Prinzip muss man es lebenslang machen, ja, dauerhaft machen, um in den Spiegel auch zu halten, denn der sinkt ja auch wieder ab, wenn man nichts mehr macht. Genau, richtig. Vielen Dank noch für den Zusatz. Das ist eben ganz wichtig, dass man es sein Leben lang macht. Wir sagen ja auch meistens, es ist keine Ergänzung, sondern es ist eigentlich ein Lebensmittel, um Omega-6 und Omega-3 einfach in Balance zu bringen, was ja leider ziemlich aus der Balance geraten ist durch die Ernährung heutzutage. Genau, wenn wir dann ein Fischöl nehmen, auch wenn wir heute im veganen Vortrag sind, trotzdem kurz die Qualitätsmerkmale. Man sollte darauf achten, dass das Fischöl aus Wildfang kommt, dass es ein paar Siegel vielleicht zur Nachhaltigkeit hat, einfach für den Erhalt der Ressourcen, dass die Herstellung natürlich war, so dass die Fettsäuren eben auch gut ankommen und keine Ester verwendet werden. So kann der Körper es am besten aufnehmen. Die Öle sollten rein sein, also frei von irgendwelchen Schwermetallen oder anderen Umweltgiften. Da haben wir ja auch ein dreistufiges Reinigungsverfahren. Wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, sprechen Sie uns auch gerne an. Dann sollte der Geschmack sehr angenehm sein. Das ist immer ein Indikator für die Frische eines Öles. Und wie wir es eben schon gesagt haben, die Dosierung sollte definitiv ausreichend sein. Wir empfehlen 2000 Milligramm am Tag. Und genau, für alles Weitere müsste man dann tatsächlich messen, ob man das eben noch ein bisschen höher oder tiefer einstellt. Ja, hier habe ich einmal kurz die Übersicht zu unseren Produkten. Die meisten von Ihnen werden es wahrscheinlich auch schon kennen. Wir haben das Total und das Vegan als unsere Hauptprodukte. Hier ist jeweils noch Olivenöl mit drin, mit vielen Polyphenolen als Antioxidanz, ebenso auch in einem Kitzöl. Dann haben wir noch eine andere Fischöl-Alternative, das Arktis aus der Dorschleber.
Kids-Chellies haben wir noch, die kleinen Kautraschis und eben auch die Fettsäureanalyse hier an meinem Beispiel dargestellt. Aber wenn Sie als Therapeuten mit uns da zusammenarbeiten, dann bekommen Sie die auch nochmal deutlich günstiger, auch für Ihre Patienten. Also auch hier gerne auf uns zukommen, wenn da Interesse besteht. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man dosiert, im Total haben wir mehr EPA enthalten, in dem Arktis und in dem Veganen mehr DHA. Also je nach Indikation kann man eben bei entzündlichen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter eher auf das Total zurückgreifen, wenn man dann eben nicht gerade vegan oder vegetarisch ist. Und bei allen kognitiven Dingen eher auf Vegan oder Arktis. Wichtig ist, dass man es überhaupt nimmt, denn alle Öle enthalten beide Fettsäuren. So, das kann man kurz überspringen. Was eben auch noch ganz wichtig ist, um die Resorption zu gewährleisten, ist, dass man es zu einer Mahlzeit zu sich nimmt, im Idealfall zu der Hauptmahlzeit, wo am meisten Fett mit enthalten ist. Und so kann man einfach die Resorption im Magen-Darm-Trakt gewährleisten. Ja, dann steht noch ein Online-Seminar nächsten Mittwoch an, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Das mit Dr. Schmiede, Gehirnentwicklung und Demenz, Omega-3 für klein bis groß. Und dann geht es eben Ende August weiter mit dem Intensivaufbauseminar, auch wieder mit Dr. Volker Schmiedl. Und da können Sie sich jetzt auch schon anmelden. Es stehen dann auch im Spätsommer und Herbst wieder ganz viele andere Seminare zur Verfügung. Schauen Sie da gerne mal auf unsere Homepage. Dann darf ich Ihnen ein schönes Seminarangebot machen mit dem Stichwort Online Vegan. Dürfen Sie jetzt für eine Woche lang zu unseren Seminarpreisen bestellen. Dann nimmt unser Kundenservice sehr gerne die Bestellungen entgegen. Und dann darf ich heute zum Thema vegan noch ein besonderes Angebot machen. Sobald Sie mindestens 6 Produkte bestellen, die dürfen auch gern gemischt sein, bekommen Sie einmal das Buch Algenöl von dem Dr. Nils kostenfrei dazu. Das ist einmal pro Person gültig und genau, wir freuen uns da auf jeden Fall auf Ihre Bestellungen. Unser Kundenservice in Berlin nimmt die sehr gerne entgegen. Hier ist ein Teil von unserem Team in Berlin und wir von der Fachberatung sind in Hamburg für Sie da. Genau, da dürfen Sie sich natürlich wie gewohnt jederzeit an uns wenden, wenn Fragen da sind, wenn Sie eine Beratung wünschen oder Sonstiges. Genau, so, jetzt habe ich meinen Teil ganz schnell durchgezogen. Wahrscheinlich wird es auch ein bisschen nach 9. Wir haben sehr, sehr viele Fragen. Ich werde mal schauen, wie weit wir heute kommen. Genau, ich würde jetzt gerade die Präsentation auch einmal beenden und mich den Fragen widmen. Fangen wir mal ganz am Anfang hier an. Genau. Also was auf jeden Fall eine Frage war, die öfter mal vorkam, war das Thema Cadmium und Schwermetallbelastung in Leinsamen. Da war zum einen mal die Frage, kommt das auch im Leinöl vor und ist es dann auch bei ähnlichen Lebensmitteln so, dass sie sehr cadmiumbelastet sind? Also ich sage jetzt mal gerade Chiasamen, Hanfsamen und Ähnliches. Also mir ist es nur bekannt vom Leinsamen. Also im Leinöl haben wir da keine wesentlichen. Also das ist mir noch nicht aufgefallen, ist auch nur bedingt beschrieben. Also im Leinsamen, das ist beschrieben. Auch hier übrigens dran denken, dass auch hier Bio kein Qualitätsmerkmal ist. Ne? Denn wenn Sie Bio-Leinsamen haben, Sie wissen nicht, was vor 50 oder vor 100 Jahren auf diesen Acker alles aufgebracht wurde, wo der Leinsamen dann jetzt geerntet wurde. Der kann seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren Bio sein, aber wenn da vor 100 Jahren irgendwelche Industrieabfälle drauf geschüttet worden sind, was auch immer, dann kann der trotzdem viel Cadmium der Boden enthalten und dementsprechend kann eben auch der Bio-Leinsamen eben belastet sein. Gilt im Übrigen auch zum Beispiel für andere Schwermetalle, zum Beispiel Blei, das sehen wir auch häufiger. Blei würde man sagen, ja, wo kommt das denn her? Zum Beispiel Wurzelgemüse, ja, Möhren und auch Feldsalat sind auch Pflanzen. Also es gibt so bestimmte Pflanzen, die sammeln eben bestimmte Schwermetalle. Ne? Also wie gesagt, Blei, wenn wir jetzt jemanden haben, der eben erhöhte Bleiwerte hat, dann ist das regelmäßig so, dass er zum Beispiel einen sehr starken Konsum von Möhren und Feldsalat hat. Und auch da, das kann Bio sein. Ne? Und trotzdem hat er durch diesen Feldsalat, durch die Möhren, hat er eben dementsprechend erhöhte Bleiwerte. Oder anders zum Beispiel Arsen.
Arsen ist zum Beispiel durch, wenn es nicht durch den Fisch kommt, dann kommt es meistens durch einen Reiskonsum. Also Reis ist eine Pflanze, die eben besonders viel Arsen sammelt. Na, es gibt so bestimmte Pflanzen, die für bestimmte Mineralien oder Schwermetalle eben besonders Magneten sind und die besonders aufnehmen. Okay. Super, vielen Dank. Und wenn wir schon bei den Schwermetallen und Ähnlichem sind, haben Sie jetzt spezielle Zahlen nochmal für Schwermetallgehalte in Fischen? Gibt es da irgendwo eine Übersicht? Oder also es gibt keine Untersuchung dazu. Ich habe keine, letztendlich ist die Empfehlung bei uns in der Praxis auch immer, wirklich den Fischkonsum möglichst absolut runterzufahren auf ein möglichst kleines Minimum. Also ich, für mich selber, ich habe früher immer auch aus dem Grund, weil ich eben sage, wir brauchen ja, Fisch ist gesund, ne? Fisch zuführen, mindestens zwei, dreimal die Woche irgendwie Fisch essen. Ich esse jetzt vielleicht noch ein oder zweimal im Jahr, dass ich mal was mit Fisch esse. Ne? Habe das dementsprechend. Und ich habe das auch, das ist auch ganz interessant. Also wenn Sie Quecksilber- und Arsenwerte erhöht haben aufgrund von Fischkonsum und Sie lassen das mal 3 Monate komplett weg, ja, dann ist auch in der Regel im Blut kein Quecksilber und Arsen mehr zu finden. Ja, nur für manche ist ja, ich frage, also Fisch zum Beispiel, ich sage mal, wie oft essen Sie Fisch? Da sagen die Leute, einmal in der Woche so. Ich sage, und Lachs? Ach ja, Lachs? Ja, Lachs? Ja, nee, das kommt schon dreimal die Woche vor. Also für viele ist Lachs irgendwie gar nicht so typisch Fisch. Ne? Für oder eine Thunfischpizza muss man dann auch mal fragen. Wie oft gibt es denn mal eine Thunfischpizza? Ach ja, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Schwermetalle, Thunfisch ist natürlich besonders belastet. Je größer die Fische sind, desto mehr sie, sag ich mal, am Ende der Nahrungskette sind, desto mehr Schwermetalle und Umweltprodukte enthalten sie natürlich. Ne? Ja. Also von daher, also Süßwasserfische, ich würde keine Fische jetzt groß aus Ostsee, Nordsee nehmen. Sag mal, wenn einer sagt, ich will jetzt unbedingt was essen, würde ich eher so einen Wildfanglachs zum Beispiel mal empfehlen oder wie gesagt eine Forelle oder eben irgendwelche Sachen. Man kann ja heutzutage sich die Fanggebiete einigermaßen angucken, wo die Sachen gefangen werden. Und dann sagen, okay, das ist jetzt nicht gerade Nordsee, Ostsee oder Mittelmeer, weil das doch sehr stark belastete Meere sind. Und wenn das eben von weiter weg kommt, dann ist das wahrscheinlich geringer ausgefallen mit den Schwermetallen als bei diesen anderen Meeren. Ja. Genau, dann haben wir nur wieder den Transport. Ne? Also es ist immer irgendwas. Von daher, ist, glaube ich, Ich sehe hier gerade die Frage, ne, ist Biofisch auch belastet? Zum Beispiel, wenn Sie Biolachs sich kaufen, der Biolachs, der Lachs ist ein Raubfisch, der muss mit Fisch gefüttert werden. Dieser Fisch, der wird zum Beispiel zum großen Teil in und vor Südamerika gefangen, dann mit unter anderem mit Etoxiquin, ein Pflanzengift, versetzt, damit es haltbar gemacht wird, nach Europa verschifft und dann verfüttert an Fische. Auch an Biofische, da ist es zwar nicht so ausgeprägt, aber erstens haben wir da teilweise eben Pflanzenschutzmittel, das Etoxiquin mit drin, und zweitens haben wir da auch die ganzen Schwermetalle von dem Fischfutter mit drin. Also das umgehen Sie bei Lachs zum Beispiel nicht, indem Sie Bio nehmen. Ja, die Zusätze, die sind vielleicht dann Bio, also wenn da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Getreide mit dem Futter sein, aber wie gesagt, ein Großteil des Fischfutters für Lachse ist Fisch und der muss halt irgendwo herkommen. Und der ist nicht rein von Schwermetallen. Das stimmt. Ja. Genau. Und bei der Forelle war gerade nochmal die Frage nach der Belastung da war. Da haben wir ja dann oft das Problem, Süßwasserfische enthalten dann wieder kein Omega-3 oder nur sehr, sehr wenig. Also da muss man einmal, auch. Einmal das, enthalten wenig davon. Es sei denn, sie hätten wirklich einen Wildfang, ne, einer Wildfangforelle. Deswegen sagen wir auch zum Beispiel, Sie finden ja auch Omega-3-Fettsäuren in Wildfleisch. Also wenn ich zum Beispiel ein Reh oder ein Wildschwein oder ein Hirsch oder sowas, da haben wir durchaus auch Omega-3-Fettsäuren. Deswegen ist mal der Urmensch, der hat, also entweder hat er Fisch oder Wild gegessen. Der war immer versorgt mit Omega-3-Fettsäuren. Ja? Heutzutage haben wir kein Wild mehr. Die Zuchttiere haben eben nicht mehr diese Omega-3-Fettsäuren. Die haben eben sehr viel Anteil im Omega-6-Fettsäuren. Und das ist das Problem. Und deswegen müssen wir es zuführen. Würden wir uns von wildem Fisch ernähren, der eben keine Schwermetalle enthält, würden wir uns mit Wild ernähren, was die
Vegetarier und Veganer natürlich nicht machen, da reden wir ja heute. Aber wenn wir das täten, dann könnten wir durchaus auf einen nennenswerten, gesunden, vielleicht optimalen Spiegel mit Omega-3-Fettsäuren kommen. Aber das machen wir ja nicht mehr. Also wie gesagt, Wildfangforelle würde vielleicht noch gehen. Okay, super. Dann gibt es hier einige Fragen nochmal zu irgendwelchen Analysen. Sie hatten zum einen ja am Anfang das Aminosäureprofil dargestellt. Da war einmal die Frage, wie aussagekräftig diese Diagnostik ist und auch generell bei Mineralstoffanalysen. Wo macht man es am besten und was kostet es auch, war noch die Frage. Also es gibt ja ein paar große Labore in Deutschland. Ich bin ja ein unabhängiger Mediziner. Ich bin mit keinem verheiratet, mit keiner Firma, mit keinem Labor verheiratet. Deswegen, ich halte mich bei solchen Vorträgen natürlich da immer zurück. Also da muss man einfach mal gucken. Das, was ich gezeigt habe, dieses Profil zum Beispiel zum Preis her, wenn man dieses Jod unten raus, also dieses Mineralprofil mit den 11 Mineralien und 4 Schwermetallen zum Beispiel, kostet für einen Selbstzahler, und das ist im Vollblut gemessen, kostet für einen Selbstzahler 65 Euro. Das ist nicht viel. Ja? Allerdings zum Beispiel so eine Fettsäureanalyse, das wissen Sie ja auch, also das, was Sie machen, das kostet ungefähr so plus minus 50, 60 Euro. Das ist bei Ihnen ja auch, kostet das ja auch ungefähr. Wir machen das auch in einem anderen Labor. Das hat aber andere Gründe. Da muss man halt immer überlegen, will man das Geld dafür ausgeben, primär, oder macht man das später? So eine Aminosäurenprofile, die geben mal eine grobe Indikation. Das ist tatsächlich aber kein Langzeitprofil. Ne? Die Aminosäurenprofile, das ist eher so das, was in der letzten Zeit zugeführt worden ist. Wenn man das aber regelmäßig macht, und bei Veganern, da muss man eben auch aufpassen. Das ist echt schwierig, das genau zu quantifizieren, ob die genügend Aminosäuren haben. Weil wenn man das 2-3 Mal hintereinander gemacht hat, so ein Aminosäurenprofil, und jedes Mal hat man Defizite damit dann. Wir machen das auch meistens nicht so, dass wir jetzt gezielt eine Aminosäure, die fehlt, substituieren, sondern wir substituieren dann im Prinzip breitflächig. Wir sagen dann, okay, sieh zu, dass du eben, weil gerade als Veganer zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte oder Mandelmehl, Hanf, Erbsenproteine und solche oder Sojaproteine zu dir nimmst, dass man das einfach höher fährt von der Nahrung her. Weil wir haben eben viele, die essen, ja, die sind zwar vegan, aber die essen nicht gesund, ja. Die essen dann ein bisschen Brot und irgendwelche veganen Pasten da drauf, aber die kommen nicht unbedingt an eine gute Versorgung mit Mineralien, mit Vitaminen, mit Aminosäuren. Das ist ja auch gerade das, warum die Veganer oft die schlechtesten Omega-6-zu-3-Verhältnisse haben, weil in diesen ganzen veganen Aufstrichen eben vorwiegend Sonnenblumenöl, Sonnenblumenkerne enthalten sind, und das ist ja wirklich unsere Hauptquelle für die Linolsäure ist, die dann wiederum in die Arachidonsäure umgewandelt wird. Also oft haben ja die Fleischesser dann sogar eine geringere Arachidonsäure als die Veganer, obwohl es die Ursprungsquelle aus dem Fleisch kommt. Also das ist ja auch immer noch mal ganz spannend auf jeden Fall. Ich habe ja eine kurze Frage, die ich kurz beantworten würde. Die Frage war nach unseren Ölen in der Beikost bei Säuglingen. Also tatsächlich sind unsere Öle alle ab Geburt, also wirklich schon ab der Pränahrung anwendbar quasi. Man muss natürlich darauf achten, wenn die Frau stillt, muss man natürlich kein extra Omega-3 zufügen. In der Muttermilch ist genügend drin. Wenn die Frau nicht stillt, muss man schauen, was ist in der Pränahrung schon drin. Und dann aber ab Beikost kann es auf jeden Fall dosiert werden. Ich würde die Indikationsliste auch nochmal ins Studienmaterial packen, das auf der Seite 2, die Dosierungsempfehlung auch für Säuglinge. Genau, das noch dazu. Ja, wobei, bei dem Stillen würde ich aber dann auch, ich meine, wenn die Mutter stillt, dann muss aber die Mutter einen vernünftigen Omega-3-Fettsäurespiegel haben. Ja? Genau, also für Schwangere, Sie hatten es ja auch schon gesagt, eigentlich schon ab Kinderwunsch und dann auch Schwangerschaft sollte man es auf jeden Fall nehmen. Studien sagen ja auch, dass in der Muttermilch immer mindestens 8% Omega-3 drin ist. Aber umso wichtiger ist es natürlich für die Mutter, wenn sie dann auch stillt. Daher nimmt ja der Omega-3-Index nochmal deutlich ab, dass sie sich eben selbst gut versorgt. Genau. Ja. Genau, super. Dann haben wir hier ziemlich viele Fragen zum Thema Eisen. Welche Eisenwerte müssen betrachtet werden, um den Eisenmangel zu diagnostizieren? Das habe ich, glaube ich, genug erzählt. Das ist also der Hauptwert, ist der Ferritinwert. Und der sollte, und das ist eben wichtig, das ist eben ganz, ganz wichtig. Wir erleben immer wieder Patienten, die kommen mit solchen Ordnern zu uns,
mit Befunden von Spezialisten, von Universitätskliniken und keiner kann ihnen helfen, ja, dann haben die einen Eisenspeicherwert von zum Beispiel 25. Das liegt dann im Normbereich von den Laboren. Ja. Die Labor sagt, ja, das ist normal. Ja, sie haben keinen Eisenmangel. Und dann wird denen nicht geholfen. Und wir haben einfach andere Werte und es gibt da auch Belege zu, es gibt auch Richtlinien sogar bei den Kardiologen, bei der Herzinsuffizienz. Da ist es zum Beispiel auch so, der Eisenspeicherwert muss mindestens 100 sein, sonst wird hier Eisen substituiert. Und das ist das Minimum. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe mal irgendwann gedacht, ich esse nicht ganz so viel Fleisch, ich esse zwar Fleisch, aber ich esse nicht so viel. Ich dachte, ich bin mal wieder so weit, ich habe Eisenmangel. Dann habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, gib mir meine Eiseninfusion und wir nehmen aber gleichzeitig Blut ab, weil ich will mich nicht erst Blut abnehmen und am nächsten Tag nochmal stechen lassen. Ich finde das nicht so toll, mich stechen zu lassen, sage ich mal. Ich hatte schon einen Eisenspeicherwert von 120. Wäre eigentlich nach meinen Vorgaben ausreichend gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich deutlich gemerkt, dass durch das mehr Eisen ich dementsprechend auch mehr Energie hatte und wieder vitaler und fitter war. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, weil ich nicht so fit war, dass es am Eisen liegen könnte. Wie gesagt, mein Wert war eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem hat es noch was gebracht. Das heißt also, selbst Werte von 100 sind manchmal noch zu wenig. Also es gibt Kollegen von mir, der eine, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber der macht den Iron Man zum Beispiel. Er schreibt auch ganz viele Bücher geschrieben. Also er hat gesagt, er braucht gar nicht zum Iron Man gehen, wenn er nicht mindestens Ferritinwert von 300 hat, als Beispiel. Ja? Also ja, Ferritin ist das A und O. Man muss immer den Entzündungswert mitmachen, um das ins Verhältnis zu setzen. Ich habe die Folie gezeigt, dass der sehr hoch gehen kann, wenn Entzündungen im Körper sind, obwohl nicht genügend Eisen da ist. Das ist das Wichtigste zu messen. Das ist eigentlich, sollte eine Standarduntersuchung sein für jeden Patienten. Jeder Patient, egal wer zu Ihnen kommt. Wir haben, ich habe einen Marathonläufer zum Beispiel bei mir, der kommt dann immer an, Herr Doktor, meine Zeiten werden wieder schlechter. Dann messen wir den Eisenspiegel, dann ist er wieder im Keller, wir geben ihm Eiseninfusion, dann läuft er wieder seine normalen Zeiten. Das merkt er an seinen Zeiten. Der sieht das an seiner Uhr. Jetzt hat er seine Runde gedreht und es wird jedes Mal, wenn er läuft, wird das weniger. Dann ist Eisenmangel. Ganz einfach. Hier nochmal eine kurze Verständnisfrage zum Eisen. Pro Tag werden 10 Gramm Eisen durch den Darm aufgenommen oder können aufgenommen werden. Und der Bedarf bei Frauen liegt bei 15 Gramm. Nein, das ist nicht der Bedarf, das ist die tägliche Zufuhr. Das soll täglich zugeführt werden. Das ist das, was zugeführt werden soll. Ja? Das wird nicht alles hundertprozentig aufgenommen. Also in der Regel sagen wir, ungefähr ein Drittel von dem, was wir zuführen, können wir aufnehmen. Ah, okay. Ungefähr. Es gibt riesige individuelle Unterschiede hier. Okay. Alles klar. Das ist auch nochmal gut zu wissen. Dann gibt es hier nochmal eine Frage speziell zu MS. Welche orthomolekularen Empfehlungen geben Sie bei der Erkrankung MS und vegetarische, vegane Ernährung? Sie hatten ja vorhin schon das Vitamin D sehr hoch dosiert erwähnt bei MS. Also MS-Patienten bekommen natürlich erstmal alles, was die Vitamin-D-Funktionalität ermöglicht. Das habe ich gesagt. Das ist das Magnesium, das ist Vitamin B2, das ist Zink, das ist Bor, Vitamin A, Vitamin K2. Das ist eine. Zur Regeneration von Nervenbahnen bekommen sie Cholin bei uns. Sie bekommen natürlich Omega-3-Fettsäuren hochdosiert, gar keine Frage, weil es bei Autoimmunerkrankungen halt positiv wirkt. Was kriegen die noch? Das sind, glaube ich, schon, natürlich müssen sie einen vernünftigen Eisenspiegel haben. Auch ganz viele MS-Patienten haben keinen vernünftigen Eisenspiegel. Es gibt zwar bei der MS die sogenannte Fatigue, dieses Erschöpfungssyndrom. Das ist ein Beispiel, also ein Teil des Krankheitsbildes. Aber das ist nicht immer MS-bedingt. Es ist häufig Eisenmangel-bedingt. Das heißt, wenn wir bei den MS-Patienten das Eisen auffüllen, dann haben die keine Fatigue mehr. Okay, spannend. Ja. Also wie gesagt, Fatigue ist nicht immer nur Entzündung. Es ist auch häufig Eisenmangel. Okay, super. Dann wandern wir vom Eisen mal zum Jod. Ist bei Hashimoto Jod unproblematisch? Was sagen Sie dazu? Habe ich, glaube ich, auch vorhin gesagt. Ne? Ich glaube, doch, habe ich das nicht gesagt. Nee. Ich wiederhole es nochmal, ist ja auch nicht schlimm, Wiederholung
prägt besser ein. Also auch ein Hashimoto-Patient, auch ein Basedow-Patient, ein Schilddrüsen-Patient braucht Jod und muss Jod zuführen. Empfehlungen sind 200 bis 300 Mikrogramm am Tag. Einzige Ausnahme ist eine akute Entzündung der Schilddrüse. Also wenn die Schilddrüse entzündet ist, dann sollte man in der Zeit keine Jodzufuhr groß betätigen. Aber außerhalb, das ist ja nicht lange. Also die Tatsache, dass jemand, das wird übrigens Hashimoto, die Diagnose wird viel zu häufig gestellt. Nur die Tatsache, weil man Antikörper hat, hat man noch nicht unbedingt ein Hashimoto. Aber man muss schon eine Entzündung haben oder auch dementsprechend das Ultraschallbild oder eine Scintigraphie, die das dementsprechend belegt. Ne? Und wie gesagt, wenn da keine Entzündung dran ist, dann ist es dringend notwendig, dass die Schilddrüse Jod bekommt. Weil ohne Jod kann sie kein Schilddrüsenhormon produzieren. Mhm. Ja? Okay. Sie haben ja das Jod, glaube ich, dann im Blut gemessen. Ne? Was halten Sie von der Bestimmung über das Urin oder im Urin? Kann man auch machen. Das für unsere Patienten immer ein bisschen. Also ich bin ja ein Praktiker. Ich versuche die Sachen auch für mich und für meine Patienten möglichst praktisch zu handhaben. Und Urin sammeln, einschicken, ist immer ein bisschen aufwendiger, als wenn die bei uns sowieso Blut abgenommen bekommen. Dann mache ich eben ein Kreuzchen und mache das im Blut mit. Aber auch da muss man übrigens sagen, sowohl die Urin- als auch die Blutuntersuchung ist relativ teuer. Ne, die liegt auch so locker bei 60 Euro plus minus. Und da sowieso bei fast jedem kein idealer oder guter Spiegel bei rauskommt, empfehlen wir generell, Kelb einzusetzen. Dann kann man sich das Geld sparen. Und ich meine, eine Jahresdosierung für 300 Mikrogramm Jod, die in Form von Kelb, die kostet Sie irgendwie 20, 30 Euro. Ja, wenn Sie dann überlegen, dass die Untersuchung 60 Euro kostet, das steht in keinem Verhältnis. Und man macht auf keinen Fall was verkehrt, wenn man, sag ich mal, ein Kelbpressling pro Tag zu sich nimmt. Okay. Deswegen muss man das nicht unbedingt messen. Okay, super. Ja. So, jetzt schaue ich hier gerade mal, wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Jetzt schaue ich gerade noch mal zu einem anderen Thema vielleicht. Ich habe sonst übrigens, wenn Sie können das ja nochmal gucken, was es für Fragen gibt. Wir können ja sonst auch nochmal nächstes Jahr zu Themen oder das können ja vielleicht die Teilnehmer auch noch schreiben, wenn die jetzt besondere Fragestellungen haben, dann machen wir einfach nochmal ein Seminar dazu. Oder die sollen auch mal bei mir auf meiner Homepage gucken, beziehungsweise auf der vom Forum Orthomolekulare Medizin. Da finden ja auch immer wieder Vorträge auch anderer Art statt, dass man da sonst auch nochmal gucken kann. Genau, also wenn noch Fragen übrig sind, ich würde jetzt noch zwei, drei kurz stellen, dann haben wir zwar ein bisschen überzogen, aber das passt, denke ich mal, noch. Und wenn da noch Fragen bei Ihnen offen sind, die wirklich wichtig sind, dann gerne an uns senden. Wir können es auch gerne weiterleiten oder genau, Sie dürfen wahrscheinlich dann auch selber direkt an Dr. Didier nochmal schreiben. Ja, wobei ich sagen muss, mein Tag ist sehr voll. Ich kann das nicht, ich kann nicht einfach so irgendwelche Fragen groß beantworten. Ne? Also genau. Es ist einfach zeitlich nicht drin. Das ist, tut mir genau. leid. Wir schauen einfach mal noch, was bei uns noch mal ankommt. Hier ist noch einmal zum Vitamin D bei Kontrollmessung. Sollte man die Einnahme davor stoppen? Und wenn ja, wie lange? Ist im Prinzip nicht nötig. Nein. Okay. Und dann war wir noch einmal. Ja, wir nehmen ja nicht das 25 OH, also wir messen ja das 25 OH. Das nehmen wir ja nicht ein. Wir nehmen ja D3 ein. Das ist ja eine andere Variante. Die muss ja erst umgesetzt werden. Also von daher ist kein Problem. Okay, super. Und dann kam auch nochmal die Aussage, dass ja die DGE meistens sagt, man ist gut versorgt und man hat genug. Das haben Sie ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass die Normwerte sehr kritisch zu betrachten sind. Wollen Sie da noch mal einen abschließenden Satz dazu sagen? Also als schönes Beispiel dafür nehme ich immer eine Riesenuntersuchung, die in den USA gemacht worden ist. Die haben 800.000 US-Amerikaner, nicht US-Amerikaner, US-Streitkräfteangehörige untersucht. Ja, die untersuchen ja ganz viel ihre Angehörigen da und haben in Korrelation gesetzt den Vitamin-D-Spiegel mit zum Beispiel dem Auftreten von MS. Ja, MS ist ja schon eine schwerwiegende Erkrankung. Wir wissen, dass MS
eine Ursache für MS tatsächlich ein Vitamin-D-Mangel ist. So ist ja auch Professor Coimbra, der das Coimbra-Protokoll entwickelt hat, da hingekommen. Er hat gesagt, okay, wenn die Ursache für MS Vitamin-D-Mangel sein kann, warum nicht dann auch MS damit therapieren? Und damit hat er ja auch fantastische Erfolge dann letztendlich erzielt. Auf jeden Fall ist das in dieser riesen Studie mit den 800.000 US-Soldaten, ist bei rausgekommen, wenn sie einen Vitamin-D-Spiegel von unter 40 Nanogramm haben, und 40 ist ja schon, sag mal, nach der DGE-Empfehlung richtig guter Wert. Auf jeden Fall, wenn sie unter 40 sind, dann haben sie ein 70% höheres Risiko, an MS zu erkranken, zum Beispiel. Ja? Also das ist schon echt ein Hammer. Und deswegen, es gibt viele, viele Hinweise. Also Naturvölker zum Beispiel, die also permanent in der Sonne sind, haben Spiegel von zwischen 50, 65 plus minus, ja, so in der Richtung. Also die haben natürlich dann auch eine dunklere Hautfarbe. Also wir, um auf der sicheren Seite, empfehlen wir hier zwischen 70 und 100. Das ist das, was wir anstreben. Und da brauchen wir tatsächlich Dosierungen von zwischen 5 und 10.000, je nachdem. Dosierung ist nicht gleich Dosierung. Man sollte, wenn dann, mit einem Präparat arbeiten und gucken, wie kommt das an. Wir haben schon, sagen wir mal, Ehepartner gehabt, die gleich viel gewogen haben, die sich gleich ernährt haben, die dasselbe Präparat über denselben Zeitraum genommen haben. Alles war gleich, ja. Und trotzdem waren die Anfangsspiegel waren auch gleich, und die nach einem halben Jahr die Kontrolle zeigte, dass also bei der Frau wesentlich mehr Vitamin D angekommen war als bei dem Mann zum Beispiel. Ne? Obwohl alles gleich war. Ne? Die haben sich gleich ernährt, waren Rentner, haben gleich gelebt und gleich viel draußen und alles. Ne? Wie gesagt, das hängt nicht nur von Person zu Person, aber auch von Vitamin D-Präparat ab. Also wir haben bei uns in der Praxis, wir haben ja eigene Produkte auch. Wir haben lange mit Vitamin D-Tabletten gearbeitet. Und da, wenn wir da Dosierungen von 10.000 gegeben haben, ist nicht so viel angekommen wie jetzt unser neueres Präparat. Das ist eine Kombination aus A, D, E und K. Wenn wir da zwei Tropfen von geben, das sind dann 10.000 Einheiten, dann haben die richtig gute Spiegel. Ne? Und vorher kamen wir mit den anderen 10.000er Dosierungen, da kamen wir dann meistens nur gerade so an den unteren Rand unserer Empfehlung als Beispiel. Okay, ja. Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde noch eine Sache hier kurz aufnehmen, bezüglich, wie oft sollte man etwas messen. Also gerade bei der Fettsäureanalyse ist es so, wenn Sie jetzt einen Anfangswert messen und dann eben substituieren, dann dauert es schon so 3 bis 4 Monate Minimum, dass sich alle Zellen einmal erneuern. Also wenn man dann nochmal eine neue Bestandsaufnahme machen möchte, dann so nach einem knappen halben Jahr macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man eben regelmäßig Omega-3 zu sich nimmt. Und ich denke mal, bei den anderen Werten dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen, bis sich dann die Werte anpassen. Ne? Ja, also nochmal übrigens zu den Omega-3-Messungen. Also das Labor von, was Sie nutzen, oder auch das, was wir nutzen, messen die Omega-3-Fettsäuren in der Erythrozytenmembran. Es gibt aber auch Labore, das muss man wissen, die messen den Omega-3-Anteil im Serum, im Blut. Ja? Das ist nicht so aussagekräftig. Deswegen, man muss genau nachfragen, was das Labor, also wenn man jetzt nicht Ihr Labor oder das, was ich benutze, wenn man die nicht nimmt, sondern andere Labore, muss man genau nachfragen, wo messen die diesen Omega-3-Index? Ja? Also der muss in der Membran, der Erythrozytenmembran wird der gemessen. Und deswegen, die Erythrozyten haben eine Lebensdauer von 120 Tagen. Ne? Deswegen, bis die sich, wir haben sie gerade gesagt, bis der sich erneuert hat, im Prinzip, bis sie sich einmal rund erneuert haben, bis alle einmal neu da sind, dauert es locker 3 Monate. Das heißt also, frühestens eigentlich nach 3 Monaten würde man das kontrollieren. Und bei den anderen Mikronährstoffen dann ähnlich? Ja, kommt drauf an, ja. Also in der Regel sagen wir immer so, nach 3 bis 6 Monaten kontrollieren wir das mal, ja. Okay. Super. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Ihnen, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, und natürlich auch bei Ihnen, Dr. Didier. Vielen Dank für den spannenden Vortrag, für die große Frage-Antwort-Runde. Und wie gesagt, wenn es noch ganz wichtige Fragen offen gibt, die jetzt nicht geklärt wurden, dann gerne nochmal bei uns melden. Und ja, dann freue ich mich, dass Sie alle so zahlreich auch bis zum Schluss jetzt noch teilgenommen haben und dabei waren. Ordentlich, und, ja.
Ja, wünsche allen noch einen schönen Abend bei hoffentlich einem wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, bei uns ist schon keine Sonne mehr, bei uns scheinen irgendwelche Gewitterwolken gerade aufzuziehen. Aber hier ist es noch ganz hübsch draußen. Also wir sollten noch gut nach Hause kommen in Hamburg. Alles Gute Ihnen. Okay, ja. Alles Gute, schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss.